Es ist Donnerstag, der 4. Juli 2013. Hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Heute haben wir vier verschiedene Themen. Gleich wird es im Interview mit Herrn Dr. Gunnar Beck um die Euro-Krise gehen. Danach kommt ein Interview mit der Botschafterin von Bolivien, ihrer Exzellenz Frau Elisabeth Salguero Carrillo. Dort geht es darum, dass das Flugzeug des bolivianischen Präsidenten, seiner Exzellenz, Herrn Evo Morales, umkehren musste aufgrund plötzlich entzogener Überflugrechte über verschiedene europäische Länder. Danach wird es gehen um ein neues Papier, was heißt neu, vom 28. Mai von der JP Morgan Bank, die Euro Area Adjustment About Halfway There, und was dieses beinhaltet. Und zum Schluss kommt noch ein Interview, was wir aufgezeichnet haben mit dem Verein Zwischengeschlecht Org, wo es um die Situation zwischengeschlechtlicher Menschen geht und verschiedenen Anträgen der Opposition im Bundestag, die letzte Woche eigentlich hätten behandelt werden sollen. Kommen wir nun zum ersten Interview. Ich freue mich, Herrn Dr. Beck zu begrüßen. Dr. Gunnar Beck unterrichtet an der Universität London Europarecht und Rechtsphilosophie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Guten Abend. Danke, dass Sie sich Zeit nehmen für das Interview. Guten Abend, Herr Reusen. Herr Dr. Beck, wir sind aufmerksam geworden auf Sie durch einige Artikel, die Sie bei Geolitico geschrieben haben zur Euro-Krise. Und deshalb möchten wir auch Sie zur Euro-Krise interviewen. Ja, Sie haben die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts zur Euro-Krise kritisiert. Wir haben uns schon immer gefragt, warum das Verfassungsgericht sich so sehr auf die Demokratie und auf das Wahlrecht stützt, sich darauf so fokussiert, wenn es um Europa geht, obwohl doch die Demokratie in der Menschenwürde wurzelt. Und siehe Randnummer 211 Lissabon-Urteil. Und obwohl die Menschenwürde doch besonders als unantastbar geschützt ist. Über Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz und noch über die Ewigkeitsgarantie. Da haben Sie natürlich im Grundsatz recht. Ich will die Frage mal so beantworten und da gebe ich im Grundsatz auch dem Verfassungsgericht recht. Sie brauchen natürlich immer einen Klagegrund. In den vergangenen Urteilen des Verfassungsgerichtes zu Fragen der Euro-Rettungspolitik, wie denn auch zu Verfassungsänderungen im EU-Vertrag, untersuchte das Verfassungsgericht die Übertragung weiterer Hoheitsrechte von den bundesstaatlichen Organen zu denen der EU, immer unter dem Gesichtspunkte des Wahlrechts und der Demokratie. Kern dieser Untersuchung war stets die Frage, ob die im Grundgesetz garantierte demokratische Grundordnung des Staatswesens, wie denn auch eines bedeutungsvollen Wahlrechts noch dann garantiert wären, wenn in Zukunft der Bundesbürger sich durch das Wahlrecht lediglich für die eine oder andere Regierung auf Bundesebene entscheiden kann, jedoch die EU-Institutionen selbst überhaupt nicht oder wenn überhaupt nur sehr ungenügend in ihrer Zusammensetzung als auch politischen Ausrichtung bestimmen kann. Somit hat das Verfassungsgericht immer wieder betont, dass das Wahlrecht nicht sinnentleert werden dürfe, und dass der demokratische Willensbildungsprozess, ob zwar repräsentativ, gleichfalls nicht ganz und gar vom Volke entkoppelt werden darf. Deswegen die Untersuchung unter dem Gesichtspunkte der Demokratie. Nun kommt hinzu, dass sich natürlich auch die Klageschriften im Wesentlichen auf den auf das Wahlrecht berufen,
Zum einen aufgrund der vergangenen Urteile des Verfassungsgerichts, hier ist der offensichtliche Anknüpfpunkt, und zum zweiten aus dem einfachen juristischen Grund, dass Sie natürlich als Kläger eines Klagegrunds bedürfen. Sie müssen darlegen, dass eines Ihrer Rechte verletzt worden ist durch die von der Regierung getroffenen Maßnahmen. Nun haben Sie jetzt natürlich im Grundsatz recht, dass man dies auch in Bezug auf die Menschenwürde argumentieren könnte. Hier ließe sich sagen, dass die von der Bundesregierung eingegangenen Verpflichtungen in solcher Höhe letztlich den Lebensstandard, das Existenzminimum der deutschen Bevölkerung gefährden können. Damit wäre auch die Menschenwürde angetastet. Das Gericht hat sich aber in der Vergangenheit immer wieder gescheut, solche Argumente zuzulassen. Ich vermute, der Umstand, dass hier im Wesentlichen von der Demokratie die Rede ist, ist einfach eine Taktik der Kläger. Sie meinen denn, nur so werde man überhaupt gehört. Und das halte ich in dieser Hinsicht denn auch für realistisch. Dies also zur Antwort auf Ihre Frage. Nun muss ich natürlich hinzufügen, dass das Verfassungsgericht in seinen Urteilen der Vergangenheit und im Besonderen dem Lissabonner Urteil von 2009 zum Lissabonner EU-Vertrage, als auch in den beiden nachfolgenden Urteilen zur Euro-Rettung vom September 2011 und vom September des vergangenen Jahres, zwar immer in sehr eloquenter Weise den Grundsatz der demokratischen Selbstbestimmung als unantastbar heraufbeschwört und auch verklärt, dass in der Praxis jedoch das Verfassungsgericht durch seine letzten drei Urteile auf dem besten Wege ist, diesen Begriff nun tatsächlich Sinn zu entleeren. Denn wenn der Bundestag faktisch die Kontrolle über die deutschen Finanzen verliert, und das wird in der Zukunft eindeutig wegen der eingegangenen finanziellen Verpflichtungen gegenüber den europäischen Südstaaten der Fall sein, dann hat er damit auch die Fähigkeit zur Gestaltung der Lebensbedingungen der Deutschen eingebüßt, und damit hat sowohl das Wahlrecht als auch der eigentliche Grundsatz der demokratischen Selbstbestimmung seinen Sinn verloren. Ja, in Ihrer Rede vom 28. Januar 2013 zur Euro-Rettungspolitik, da beziehen Sie sich ja, also sprechen Sie auch von der Euro-Rettungspolitik. Wir glauben, dass das nur eine Metapher ist, weil in Erwägungsgründen für diese kleine Vertragsänderung, wo da auch um Stabilität des Euro-Währungsgebiets des Ganzes die Rede ist, also in der kleinen Vertragsänderung, der Erwägungsgründen wird immer auf die Finanzstabilität abgehoben, und die sehen wir definiert in einem der Gipfeldokumente vom März 2011 als Stabilität des Finanzsektors. Was ist Ihr Eindruck? Also kann man das so auslegen, also praktisch in Kette, einmal Erwägungsgrund Finanzstabilität als eigentliche Bedeutung Stabilität des Euro-Währungsgebiets als Ganzes und dann die Finanzstabilität in einem Gipfeldokument wiederum definiert? Also ich stimme Ihnen natürlich im Grundsatz zu, dass Euro-Rettung als auch Bankenrettung hier ineinander und miteinander verwoben sind. Gingen einige Euro-Staaten pleite, dann hieße dies auch für eine erhebliche Zahl der Banken in den europäischen Staaten, dass sich gewaltige Löcher in den Bankenbilanzen auftäten. Es müsste also eine Bankenrettung in vielen Fällen vorgenommen werden. Insofern sind die beiden Begriffe zum Teile sehr eng miteinander verknüpft. Ich weiß deswegen nicht genau, ob es viel Sinn macht, hier nach dem Motive
der Maßnahmen zu forschen. Aber Sie haben sicherlich recht, dass wenn wir einmal in Betracht ziehen, dass sich die finanziellen Probleme der südeuropäischen Staaten angesichts der sich dort verschärfenden Wirtschaftskrise realistisch betrachtet kaum lösen lassen und damit auch das Verschuldungsproblem nicht, dann stellt sich in der Tat die Frage, ob im Hintergrunde nicht wirklich die Banken auch in Nord- und Zentraleuropa vordringlich gerettet werden sollen. Aber die Stabilität von Bankensektor und Staatsfinanzen, die sind natürlich eng miteinander verknüpft. Ich glaube, die eigentliche Frage ist hier die folgende, insbesondere von Seiten der noch vergleichsweise finanzstarken nordeuropäischen Länder. Ist es letztlich billiger, oder ich will es mal so formulieren, wenn wirklich Aussicht bestünde, den Euro zu einer wirklich funktionsfähigen Währungsunion mit mehr oder weniger gleich leistungsstarken Staaten zu machen, dann spräche vieles in der Tat für eine Euro-Rettung. Denn wenn sich einige Staaten durch Garantien und Darlehen anderer stabilisieren ließen und damit letztlich die Fähigkeit gewinnen, die ihnen gegebenen Darlehen in Zukunft zurückzuzahlen, so hätte ein jeder gewonnen. Also theoretisch ist der Gedanke der Euro-Rettung durchaus vertretbar. Nun müssen wir uns nur die Wettbewerbssituation der südeuropäischen Staaten anschauen. Faktisch, und das werden Ihnen viele Ökonomen bestätigen, besteht für Griechenland als auch andere südeuropäische Staaten kaum die Möglichkeit, innerhalb eines überhaupt nur noch zu skizzierenden zeitlichen Horizontes die eigene Wettbewerbsfähigkeit wiederzugewinnen. Indes jedoch bei schwindender oder auch nur stagnierender Wirtschaftsleistung steigt die Verschuldung des jeweiligen Krisenstaates, weil selbst bei Einsparungen bei vermindertem Steueraufkommen aufgrund stagnierender oder schrumpfender Wirtschaftsleistung an einen Schuldenabbau nicht zu denken ist. Somit ist also somit scheinen die Grundlagen, die grundlegenden Vorstellungen für eine Euro-Rettung nicht gegeben. Immer mehr Einsparungen, zu denen es ja im Übrigen ohne dies nicht kommt, dies wird von der Bundesregierung vorgegaukelt, tatsächlich jedoch hinken die Einsparungsprogramme in all den südeuropäischen Staaten hinter den Versprechen her. Und dafür gibt es einen guten Grund, dass diese Einsparungen bei stagnierender oder schrumpfender Wirtschaftsleistung umso schmerzhafter sind. Und bei schrumpfender Wirtschaftsleistung und Einsparungen können wir an einen Schuldenabbau nicht denken. Damit ist auch die Euro-Rettung nicht wirklich greifbar geworden. Sofern die Europäische Zentralbank Anleihen dieser Staaten kauft, werden diese weiterhin am Tropfe hängen müssen. Und in Zukunft bedeutet dies weitere finanzielle Zuwendungen seitens der nordeuropäischen Staaten. Letztlich meine ich, dass wenn man die angeschlagenen europäischen Banken, die erhebliche Anleihen der südeuropäischen Staaten in ihren Bilanzen haben, wenn man diese rettete, wäre das letztlich billiger. Also Sie haben, ich gebe Ihnen insofern recht, als die Euro-Rettung eine ganz besonders kostspielige Form der Bankenrettung ist. Wenn man die Banken, die angeschlagenen Banken selbst rettete, wäre dies im Endeffekt sicherlich billiger, wenn auch sehr teuer. Jetzt versucht man ja, ich denke auch aus menschenrechtlichen Gründen,
die Sparpolitik auch abzumildern und die EZB kauft Staatsanleihen der Staaten auf dem Primärmarkt, was sie ja eigentlich nicht dürfte nach Artikel 123 EU-Vertrag. In einem der Artikel bei Geolitico vermuten sie, das war ja auch ein wichtiges Argument für die Euro-Einführung, dass es keine Käufe auf dem Primärmarkt geben soll, keine monetäre Staatsfinanzierung. Jetzt vermuten Sie, dass das deutsche Bundesverfassungsgericht das aber akzeptieren wird. Welche Grundlage gibt es da für die Vermutung? Also ich muss Sie hier zuvorderst einmal ein wenig korrigieren. Die EZB kauft Anleihen nicht auf dem Primärmarkt, sondern auf dem Sekundärmarkt. Das schließt aber nicht aus, dass sie diese kaufen kann, kurz nachdem die Anleihen emittiert wurden. Letztlich läuft es also mehr oder weniger auf das Gleiche heraus. Es ist aber wichtig, hier zu unterscheiden, denn der EU-Vertrag, genauer gesagt Artikel 123, verbietet in der Tat eindeutig lediglich die Primärkäufe. Es gibt denn allerdings eine EU-Richtlinie, eine Ratsbestimmung aus dem Jahre, ich glaube, 1993, ich kann mich nicht genau an die genaue Bezeichnung erinnern. Das Verfassungsgericht nimmt allerdings in Randziffer 278, glaube ich, des Urteils vom 12. September 2012 explizit darauf Bezug. Und dieser Richtlinie oder dieser Ratsbestimmung zufolge ist es der EZB ebenso untersagt, auf dem Sekundärmarkt Anleihen zu kaufen, wenn diese im Grunde dem Ziele dienten, dem Krisenstaat den Zugang zu den Kapitalmärkten zu erleichtern. Nun leugnet die EZB dies. Sie sagt, die Anleihekäufe im sogenannten OMT-Programm seien ausschließlich geldpolitisch motiviert. Das ist natürlich Humbug. Die wahre Motivation lässt sich bereits daran erkennen, dass bislang, und da muss man hinzufügen, die EZB hat bereits circa 200 Milliarden Euro an Staatsanleihen in der Bilanz. Bislang hat die EZB immer nur dann Anleihen gekauft, wenn ein Staat in Zahlungs- und Refinanzierungsschwierigkeiten war, sprich Gefahr lief, den Zugang zum Kapitalmarkt zu akzeptablen Zinssätzen zu verlieren. Nicht? Also insofern habe ich keinen Zweifel, dass die von der EZB, von EZB-Präsident Draghi angekündigten Staatsanleihekäufe im Rahmen des OMT-Programmes dem Sinne nach und der EU-Ratsbestimmung gemäß verboten sind, obgleich es sich nicht, wie von Ihnen vielleicht, wie von Ihnen eingangs angedeutet, um Primärkäufe handelt, sondern um Käufe auf dem Sekundärmarkt. Der EU-Vertrag ist so zu deuten, dass hier eine bewusste Umgehung des Verbotes ebenso ausgeschlossen ist. Nun, das ist meine Sicht des Vertrages. Diese deckt sich mit dem vom EuGH wie denn auch vom Verfassungsgericht in der Vergangenheit immer wieder betonten sogenannten teleologischen Auslegungsmethode, die auf den EU-Vertrag anzuwenden sei. Wie kann ich denn nun sagen, dass das Verfassungsgericht ungeachtet all der Argumente, die für ein Verbot der Staatsanleihekäufe und des OMT-Programmes sprechen, dass das Verfassungsgericht es dennoch für rechtmäßig halten wird? Nun, die Gründe dafür sind ganz einfach. Ich will einmal zwei benennen. Erstens beruht dies auf meiner Beobachtung aufgrund der Urteile des Verfassungsgerichtes in der Vergangenheit. Seit dem Maastrichter Vertrag zog das Verfassungsgericht in gleichsam jedem seiner Urteile zu Fragen der EU-Integration immer wieder rote Linien. In der Folge überschritt die Bundesregierung
indem sie weiteren Vertragsänderungen zustimmte oder aber einer sehr weiten Auslegung der noch bestehenden EU-Verträge, wie beispielsweise durch das OMT-Programm des EZB-Präsidenten Draghi, überschritt die Bundesregierung diese Linie immer wieder. Und das nahm das Bundesverfassungsgericht in den nachfolgenden Urteilen, indem es über Klagen aufgrund eben dieser Kompetenzüberschreitung zu entscheiden hatte, immer wieder hin. Im Lissabonner Urteil von 2009 urteilte das Verfassungsgericht, dass der Begriff der Demokratie und Volkssouveränität, die immer noch beim Nationalstaat verbleiben müssten, solange es auf EU-Ebene zu keiner neuen staatskonstituierenden Verfassungsversammlung kommt, sprich zur Gründung eines neuen Staates, dass Kern dieser Volkssouveränität und eines noch sinnvollen Demokratiebegriffes das Budgetrecht des Parlaments sei. Das Budgetrecht müsse beim Parlament liegen, so das Verfassungsgericht, weil es nur so die wesentlichen Lebensbedingungen des eigenen Volkes bestimmen könne. Und wenn es dies nicht mehr kann, dann kann man auch nicht mehr von souveränen Parlamenten und Regierungen sprechen, weil diese im Grunde letztlich die Fähigkeit verloren haben, auf das Geschehen im eigenen Lande Einfluss zu nehmen. Wenn wir nun uns vor Augen führen, dass der Bundeshaushalt, der jährliche Bundeshaushalt, nur in etwa ein Volumen von circa 311 Milliarden Euro hat, ich glaube, so war das im Jahre 2011, und die von der Bundesregierung im Rahmen des ESM, des Europäischen Stabilitätsmechanismus, bereits eingegangenen finanziellen Verpflichtungen ein Volumen von knapp 200 Milliarden, dann, wenn man jetzt noch die anderen Verpflichtungen, die zuvor bereits eingegangenen aus den Griechenland-Rettungspaketen hinzuzieht, außerdem die Target-2-Salden der Bundesbank, so haben wir hier im Grunde bereits eingegangene Verpflichtungen von einem Mehrfachen des Bundeshaushaltes. Damit kann man eigentlich nicht mehr behaupten, das Budgetrecht bestehe noch. Die Anleihekäufe der EZB verschärfen dieses Problem noch. Aus möglichen Verlusten würden sich weitere Belastungen für den deutschen Staatshaushalt ergeben. Somit rückt das Verfassungsgericht immer mehr von seinem eigenen Grundsatz der Budgethoheit des Parlaments ab. Und aufgrund der Erfahrungen der Vergangenheit, insbesondere des Urteiles vom 12. September 2012, vermute ich nun eben, dass es dieses Mal nicht anders handeln wird. Nun, das ist der erste Grund, der beruht im Wesentlichen auf einer Analyse, auf meiner Analyse der, will ich mal sagen, vergangenen Haltung des Verfassungsgerichts. Letztlich hat es sich einer EU-freundlichen Regierung immer ohne Ausnahme gebeugt. Der zweite Grund für meine Annahme, und eigentlich ist es keine Annahme, sondern eine Überzeugung, ist ganz einfach, dass sich Verfassungsgericht Präsident Voskuhle bereits eindeutig so geäußert hat. Im Handelsblatt, publiziert im Oktober 2012, sagte er, leider fehle dem Gericht die Zeit, über die EZB-Käufe zu verhandeln. Er könne noch nicht sagen, wann das sei. Ich meine, die Frage ist von solch fundamentaler Bedeutung für unser Staatswesen, dass es ein Hohn ist, zu sagen, dem Gericht fehle dafür keine Zeit. Ein Indiz dafür, dass die Gründe ganz andere sind und dass der Verfassungsgerichtspräsident die Dinge gerne ausgesessen hätte, ist, dass er im Oktober, sprich im selben Monate des Interviews mit dem Handelsblatt, tatsächlich die Zeit fand, eine Studentenversammlung in Oxford, was der Präsident dort zu suchen hat, ist mir unklar, eine Versammlung deutscher Studenten zu besuchen. Und im Rahmen dieses eines immer angeregteren Umtrunkes nach seinem Kurzreferat
hat der Verfassungsgericht nun in der Tat angedeutet, dass er sich der EZB nicht in den Weg stellen wird. Nehmen Sie diese beiden Dinge zusammen, so habe ich keinen Zweifel, was das Verfassungsgericht tun wird. Es wird irgendeinen fadenscheinigen Weg finden, durch seine Winkeladvokatur das Programm der EZB für rechtlich zu befinden. Ist Ihnen etwas bekannt über die Inhalte der geplanten Bankenunion? Das war ja auch ein Thema auf dem EU-Gipfel jetzt im Juni. Nun, diese ist bereits beschlossen worden. Nun gilt es hier zwischen zwei Phasen der Bankenrettung zu unterscheiden. Was bereits beschlossen wurde, ist die Gründung einer Aufsichtsbehörde durch die EZB für die Großbanken der Eurozone. Das heißt, in Zukunft, derweil werden sie in Deutschland von der BaFin, in anderen Staaten von den jeweiligen nationalen Aufsichtsbehörden kontrolliert und reguliert. Dies soll in Zukunft Sache der EZB sein. Dies ist die erste Phase. Allerdings wird schon seit langem davon gesprochen, dass diese gemeinsame Regulierung, diese Eurozonenaufsicht, natürlich nur ein erster Schritt sein kann, denn keine Aufsicht kann sicherstellen, dass es auch in Zukunft zu keinen Bankenrettungen kommen wird. Tatsächlich ist bereits so, dass viele der südeuropäischen Banken so marode sind, dass es im Grunde nur noch um Zombies handelt. Irgendwann müssen all diese Banken rausgehauen werden. Und deswegen erwartet man nun allgemein, dass sich an diesen ersten Beschluss zur Bankenunion irgendwann ein zweiter reihen wird, in dem die Aufsichtsbehörde, die Aufsichtsbankenunion, zu einer Haftungsunion erweitert wird. Das heißt konkret, dass der deutsche Steuerzahler in Zukunft, bislang ist es so, dass es eine Einlagensicherung in der Bundesrepublik gibt, durch diese garantiert der Staat, dass Sparer ihr Geld im Falle einer Bankenpleite bis zu einer gewissen Höhe nicht verlieren. In Zukunft hieße eine Haftungsunion auf EU-Ebene, dass deutsche Steuerzahler hier auch für Bankenpleiten in Griechenland oder Spanien haften müssten. Die Bundesregierung scheut sich noch, dieser Debatte vor der Bundestagswahl zuzulassen. Es besteht aber kein Zweifel, dass in der nächsten Legislaturperiode die Bundesregierung einer solchen Haftungsunion zustimmen wird. Dadurch sind die potenziellen Verpflichtungen des deutschen Steuerzahlers gegenüber anderen Mitgliedstaaten der Eurozone noch weiter angewachsen. Das dürfte ja auch ein Thema für ein ESM sein. Da gehört ja, wenn ich das richtig gelesen habe, dann soll auch ein Beschluss sein, dass man auch ESM-Mittel damit reinpumpt. Da haben Sie recht, weil ja die Haftungsunion noch nicht beschlossen ist. Man möchte dies aus wahlpolitischen Gründen natürlich auch so lange wie möglich hinauszögern. Und deswegen wurde bereits jetzt beschlossen, dass ein Teil der Mittel des ESM für die Bankenrettung in Südeuropa beschlossen oder genutzt werden kann. Das Bedeutsame dieses Beschlusses ist eben nicht, dass damit sichergestellt sei, eine Haftungsunion im Rahmen der Bankenunion werde es nicht geben, so wie von der Bundesregierung und vom Bundesfinanzminister einem wahren nationalen Unglück immer wieder betont, sondern es ist im Grunde nur ein Indiz dafür, dass die Lage bereits jetzt so bedrohlich ist, dass man meint, Mittel zur Verfügung stellen zu müssen. Wenn es aus politischen Gründen jedoch noch nicht möglich ist, einer allgemeinen Haftungsunion in Deutschland zuzustimmen. Aber seien Sie sicher, nach der nächsten Wahl wird auch diese Hürde wird man auch diesen Widerstand in Deutschland aufgeben.
möchte noch einmal zurückkommen auf die Risiken, die die EZB übernimmt, indem sie Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt kauft. Ist Ihnen bekannt, wie das funktioniert? Ist das mit der Geldschöpfung so, dass da gebucht wird Forderung an Verbindlichkeit, sodass ein Ausfall also wirklich dann die Notenbank belasten würde? Oder bucht sich die Notenbank einen Ertrag, sodass selbst wenn die Forderung teilweise ausfällt, immer noch ein Ertrag übrig bleiben würde bei der Geldschöpfung? Also selbstverständlich die erste Variante. Es findet hier eine Bilanzverlängerung statt, wenn die Zentralbank Wertpapiere, Staatsanleihen kauft, so nimmt sie diese als Aktiva in ihre Bilanz auf. Sie schreibt den Verkäufern dieser Anleihen, gemeinhin Banken, dafür den vereinbarten, den Betrag zum Kurswert der Anleihe zum Zeitpunkt des Kaufes gut. Das heißt also, sie nimmt eine Forderung in die Bilanz auf, eine Forderung an den jeweiligen Staat, der diese Anleihe emittierte, und schreibt den Geschäftsbanken oder aber dem Verkäufer dafür einen Betrag in ihrer Bilanz gut. Das heißt, sie hat eine Verbindlichkeit gegenüber dem Verkäufer. Dadurch übernimmt sie im Grunde das Risiko, das bislang derjenige trug, der diese Anleihe hielt. Zu einem Ertrage kommt es erst, wenn die EZB die Anleihe billig kauft und teurer wieder veräußert. Wenn sie aber Anleihen in großem Stile tut, Anleihen im großen Stile kauft, so multiplizieren sich damit auch die Risiken. Sofern es zu einem Ertrage käme, wenn sie diese gewinnbringend später wieder verkaufte, somit kommt es auch zu einem Verlust, wenn sie diese nur mit Verlust wieder veräußern kann. Es handelt sich also hier um erhebliche Risiken, die mit der Bilanzverlängerung durch den Kauf von Staatsanleihen in der EZB-Bilanz entstehen. Letztlich haften für diese Risiken die Mitgliedstaaten, das heißt die Steuerzahler der Euro-Staaten, jeweils nach Anteil ihres Landes am Eigenkapital der EZB. Nun sollte ich vielleicht hinzusagen, dass natürlich zuerst einmal, wenn die EZB Verluste macht, diese durch das Eigenkapital der Bank gedeckt werden sollten. Nun ist das Eigenkapital der EZB verschwindend gering. Es sind einige Dutzend Milliarden Euro. Die Bilanz liegt in etwa beim 300-, 400-, 500-fachen, vielleicht noch mehr, sodass selbst bei vergleichsweise geringen Verlusten das Eigenkapital der EZB alsbald aufgezehrt wäre. Und wenn es dazu kommt, dann haften grundsätzlich die Mitgliedstaaten, das heißt, sie sind zum Nachschießen verpflichtet. Sie haben auch das EuGH-Urteil in Sachen Pringle gegen Irland kritisiert. Was kritisieren Sie da besonders? Herr Pringle hatte, soweit ich mich entsinne, geklagt bezüglich ESM, Fiskalpakt und dieser sogenannten kleinen Vertragsänderung. Verzeihung. Ja, also der eigentliche Klagegrund war, dass diese simplifizierte Vertragsänderung durch einen EU-Ratsbeschluss, das heißt also, die Mitgliedstaaten müssen kein Referendum haben, dass diese nach seiner Klageschrift, dass diese gemäß seiner Klageschrift gegen EU-Recht verstoße, aus dem Grunde, dass solche kleinen Vertragsänderungen, vereinfachten Vertragsänderungen ohne Referenden in einigen Staaten nur dann vorgenommen werden dürfen, wenn es zu keiner Kompetenzerweiterung der EU kommt. Nun argumentierte er, dass genau solch eine Kompetenzerweiterung jedoch vorliege, weil zum einen die EU-Institutionen selbst wesentliche Aufgaben beim ESM übernehmen sollten, wenngleich der ESM keine EU, eine Intergovernment, ein zwischenstaatlicher Vertrag ist, der also außerhalb des EU-Vertrages
Vertrages operiert, in dem die EU-Institutionen sozusagen ihre Befugnisse auf Kompetenzen ausdehnen, die außerhalb des EU-Vertrages liegen, liegt auch eine Kompetenzerweiterung vor, argumentierte Pringle. Außerdem ermögliche der ESM-Vertrag die Umgehung des Nichtbeistandsgebotes gemäß Artikel 125 EU-Vertrag. Also meines Erachtens hatte Herr Pringle eindeutig recht. Das Gericht sah das natürlich anders. Es leugnete eine Kompetenzerweiterung, bestätigte damit, dass das simplifizierte Vertragsänderungsverfahren zulässig sei und kam zu dem Schlusse, dass der ESM selbst rechtmäßig sei, da weder gegen Prinzipien des EU-Rechts verstoße noch irgendeine Vertragsklausel. Nun muss man natürlich sagen, dass der EU-Gerichtshof in Fragen, die vitalen Grundinteressen der EU oder Eurozone betreffen, kein wirklich unparteilicher Gerichtshof ist. Es handelt sich also hier in der Tat, ich will mal sagen, um ein nicht minder bedenkliches Urteil als die Urteile des Verfassungsgerichtes in Fragen der EU-Rettung. Wenn man sich anschaut, selbst bei diesen intergouvernemental errichteten Mechanismen wie EFSF als auch beim ESM soll ja auch der EuGH in diesen intergouvernementalen Raum hinein ausgeliehen werden, ist ja auch eine Machterweiterung für den EuGH über den EU-rechtlichen Raum hinaus. Da haben Sie natürlich recht, und solch einer Erweiterung der eigenen Macht kann kaum jemand widerstehen. Also uns ist aufgefallen, es gibt ja auch bestimmte Formvorschriften. Wenn man Organe der EU verleihen will nach außerhalb des EU-rechtlichen Raums, dann muss ja vorher das genehmigt werden vom Europaparlament, Artikel 329 AEU-Vertrag. Das ist ja alles vorher nicht geschehen. Und dazu hat der EuGH nichts gesagt von sich aus. Da haben Sie recht, und der ESM, der wurde ja auch ausgehandelt, bevor überhaupt diese Vertragsänderung in Kraft treten sollte. Das nimmt das Gericht ebenso hin, aber es versucht diese Formvorschriften dadurch zu umgehen, indem es sagt, diese Vertragsänderung wäre gar nicht notwendig gewesen. Der ESM, der ist ohne dies rechtmäßig durch die bestehenden Vertragsklauseln bereits ermöglicht. Wie abstrus dies ist, will ich Ihnen mal hiermit erläutern. Gemäß Artikel 125 des Vertrages über die Arbeitsweise der EU, das ist also der detailliertere Teil des EU-Vertrages, ist es den Mitgliedstaaten untersagt, finanzielle Verpflichtungen füreinander zu übernehmen. Genau dies tut aber der ESM, indem er Klammenstaaten Kredite gibt, für die, wenn diese in finanziellen Schwierigkeiten sind, für die denn dann die finanziell stärkeren Mitgliedstaaten selbst haften. Nun ist damit keine rechtliche Übernahme der eigentlichen Schuld gegeben, sondern zwei voneinander unabhängige Tatbestände geschaffen. Zum einen schuldet weiterhin der Klammermitgliedstaat, allerdings schuldet der andere, denn dann der stärkere Mitgliedstaat, dem ESM Geld, und das Geld des ESMs ist weg, wenn der klamme Schuldenstaat nicht zahlen kann. Faktisch ist damit also genau der Tatbestand, der verbotene Tatbestand einer finanziellen Hilfeleistung einzelner Mitgliedstaaten an andere Mitgliedstaaten gegeben, der gemäß Artikel 125 verboten ist. Der ESM ermöglicht genau dies, und das wurde vom Gerichte als ganz und gar legitim und rechtmäßig bestätigt. Außerdem hat das Gericht gesagt, dies sei keine Kompetenzerweiterung. Ich glaube, ich muss hier nicht weiter ausführen, welche Glaubwürdigkeit diese Schlussfolgerungen des Gerichtes tatsächlich haben. Ja. Wenn wir
jetzt eine Alternative haben wollen, weder den Kauf von Staatsanleihen auf dem Sekundärmarkt in solch einem Umfang durch die EZB, noch das, was wir bei der Troika sehen, einerseits Umgehung No-Bail-Out-Klausel, andererseits aber auch Auflagen, die unglaublich tief gerade in soziale Grund- und Menschenrechte eingreifen. Was gibt es noch für Möglichkeiten, vielleicht für sinnvollere Möglichkeiten, die Euro- und Finanzkrise zu lösen? Also ich kann Ihnen leider nicht vormachen, dass es noch kostengünstige Alternativen gäbe. Dazu ist es viel zu spät. Die Eurozone, die Gründung der Eurozone und der Beitritt einiger nun schwer angeschlagener Staaten wie Griechenland und Italien und, aus politischen Gründen, war ein kolossaler Fehler, für den es nun zu zahlen gilt. Es gibt also keinen Weg mehr aus der Euro-Krise, der nicht mit erheblichen Kosten verbunden wäre. Nun stellt sich die Frage, was ist günstiger? Immer mehr in ein im Grunde marodes System zu stecken, in dem die wirklich notleidenden Staaten kaum realistische Chancen haben, ihre eigene wirtschaftliche Situation zu verbessern aufgrund einer einschneidenden langfristigen Verbesserung ihrer Wettbewerbsfähigkeit. Somit werden also stellt sich hier die Frage, ob ewige Transferleistungen vonnöten sein müssen. Bislang gibt es jedes Anzeichen dafür, dass das so wäre. Die Alternative zu diesem Schrecken ohne Ende ist ein Ende mit Schrecken. Das hieße also, einige Staaten müssten pleite gehen, so wie es der Maastrichter Vertrag ursprünglich forderte. Er sagt, wenn Staaten keinen Zugang mehr zum Kapitalmarkt haben, dürfe ihnen von den anderen nicht geholfen werden. Das heißt im Grunde nur, dass die Staaten pleite gehen. Damit müssten sie auch aus dem Euro austreten. Das heißt also, die anderen noch verbliebenen Staaten in der Eurozone müssten ihre Forderungen an den betreffenden Bankrottenstaat abschreiben oder aber einen Schuldenschnitt hinnehmen und machten damit erhebliche Verluste. Ähnliches träfe auf die privaten Gläubiger zu. Nun, viele dieser privaten Gläubiger, diese sollten endlich einmal für ihre Verluste hinnehmen müssen. Bislang hat es die Politik im Sinne der Bankenrettung immer wieder zu verhindern gewusst. Nun muss ich natürlich sagen, es gibt einige systemrelevante Banken, diese müssen gerettet werden, leider, weil sie das gesamte Wirtschaftssystem bedrohten. Aber in diesen Fällen wäre es notwendig, hier erhebliche Einschränkungen aufzuerlegen und endlich auch einmal diesen grotesk hohen Gehältern im Banksektor Einhalt zu gebieten. All dies geschieht nicht. Somit kann man also sagen, dass die Euro-Rettung auch ein Versuch ist, von Seiten des EZB-Präsidenten, die eigentlich durch nichts gerechtfertigt, durch die volkswirtschaftlich nicht gerechtfertigten überhöhten Zahlungen der Banken an ihre Angestellten weiterhin zu sichern. Meines Erachtens ist es billiger, hier einen Schuldenschnitt vorzunehmen, einige Staaten pleite gehen zu lassen und denn dann eben auch die Gläubiger endlich einmal bluten zu lassen. Letztlich haben die Gläubiger Fehlentscheidungen getroffen, für die sie in einem marktwirtschaftlichen Systeme haften müssen und sollen. Und das wird bislang verhindert. Dass es dann natürlich einige große Gläubiger gibt, die man aus wirtschaftlichen Gründen retten muss, das lässt sich leider, muss ich Ihnen eingestehen, nicht vermeiden. Aber zu solch einer Rettung sollte es nur kommen, wenn hier drakonische Auflagen gemacht werden, die von Seiten der staatlichen Einrichtungen, die diese Steuergelder, denn das ist es ja letztlich, zur Verfügung stellen, um private Inkompetenz zu entschädigen. Aber was nun, also kostenbillige Alternativen gibt es nicht mehr. Ich meine nur, es sei besser, irgendwann einmal den Schuldenschnitt zu ziehen, denn
Es gibt keinerlei Aussicht, dass es da unten noch gut werden könnte. Da würde mich interessieren, noch zwei Dinge. Einmal, was muss denn der Bevölkerung eines Landes mindestens noch bleiben, wenn ein Staat bankrott geht? Und mich würde interessieren, warum muss man systemrelevante Banken retten? Wäre es nicht ein Befreiungsschlag für den Wettbewerb als solchen, wenn große Banken von der Bildfläche verschwinden und sich viele kleine neu gründen könnten? Also da gebe ich Ihnen natürlich im Grunde recht, aber bedenken Sie, Großbanken haben auch gewaltige Einlagen der Bevölkerung. Das gesamte Volksvermögen würde so vernichtet. Das muss man also im Einzelfalle immer wieder prüfen. Aber ich stimme Ihnen natürlich zu, dass wenn hier beispielsweise die Einlagen gesichert werden, dass das nicht ohne Zweifel auch eine Rettung der Bank nach sich ziehen sollte. Und wenn die Bank gerettet wird, dann müsste man eben auch an eine Verstaatlichung denken und an eine erhebliche Regulierung der Einkommen, die gezahlt werden können, und damit vielleicht auch eine, angesichts der allgemeinen Notlage, an eine Einschränkung der Gewerbefreiheit und auch der Berufswahl. Das heißt also, Bankangestellte dürften dann nicht ohne Zweifel so ohne weiteres nach London und New York abwandern, und um dort weiterhin bei unverantwortlichem Risikoverhalten nicht gerechtfertigte Gehälter einzuheimsen. Also das müsste man immer im Einzelfalle prüfen, das kann ich Ihnen so allgemein natürlich nicht sagen. Dass das Bankgeschäft, dass das Bankwesen grundsätzlich geändert werden muss, scheint mir unleugbar. Leider sehen das viele unserer Politiker nicht so. Und was muss Ihrer Meinung nach, wenn ein Staat bankrott ist, mindestens den Einwohnern des Staates noch bleiben? Woran kann man das messen? Naja, das ist zum einen eine wirtschaftliche Frage und zum anderen eine rechtliche. Rechtlich wäre ich dafür, votierte ich dafür, dass der Bevölkerung das Existenzminimum bleiben muss, und sofern die Wirtschaftsleistung nicht in solchem Maße schrumpft, dass das noch allgemein verwirklicht werden könnte, so würde ich dies auch rechtlich zu sichern suchen. Nun ist die Frage, wie groß die Krise wäre und wie gewaltig die Verluste. Wenn kein Geld mehr da ist, können Sie auch nichts garantieren. Aber unsere Erfahrung ist allgemein, dass sich nach einem Staatsbankrott Staaten sehr schnell wieder erholen können. Das heißt also, zu dieser zutiefst pessimistischen Einschätzung gibt es noch keine wirklichen Belege. Ich bin also der Ansicht, dass hier die Menschenwürde, wie Sie anfangs äußerten, durchaus zu sichern sei. Was das im Einzelfalle heißen mag, ist natürlich immer fragwürdig. Grundsätzlich wahrscheinlich der Sozialsatz, aber überlegen Sie, wenn Sie im Zuge einer Bankenkrise den Großteil Ihres einstmals nicht unbeträchtlichen Vermögens verlieren, so ist es ein Hohn auf den Sozialsatz, herabgedrückt zu werden durch staatliches Handeln zum Zwecke der Systemstabilisierung und von Banken, die diese Risiken, die zu ihrem Verluste führten, fahrlässig eingingen und deren Angestellte dafür nicht im Mindesten haften. Nach dem Zweiten Weltkrieg hat Deutschland ja einen Staatsbankrott gehabt. Da gab es das Waldenfels-Urteil und da wurde gesagt, es muss demokratisch und auch sozial müssen noch genug Spielräume dem Staat verbleiben. Und dass da die damalige Entschuldung, Selbstentschuldung Deutschlands dem gerecht geworden sei, also dem Spannungsfeld zwischen den Rechten der Gläubiger und den Rechten der Einwohner, und dass noch genug Spielräume für die Zukunft seien, dass nicht die Abrechnung über die Vergangenheit im Mittelpunkt stehen müsste, sondern dass noch genug Spielräume für die Zukunft bleiben. Ja, und diese Spielräume sich selbst zu nehmen, das tun derweil Bundesregierung und Bundesverfassungsgericht in, will ich mal sagen, stillschweigender Kooperation. Dass dadurch erhebliche Zukunftswahlmöglichkeiten beschnitten werden,
das muss ich Ihnen, glaube ich, angesichts meiner vorangegangenen Äußerungen nicht mehr erläutern. Schon jetzt übersteigen die Verpflichtungen und Verbindlichkeiten, die im Rahmen der Euro-Rettung eingegangen worden sind, das jährliche Volumen des Bundeshaushalts um ein Vielfaches. Ich sehe das als wirkliche Bedrohung der Existenzgrundlage der deutschen Bevölkerung. Letztlich geht dadurch das gesamte Auslandsvermögen Deutschlands flöten und wahrscheinlich auch ein erheblicher Teil des Inlandsvermögens über Inflation. Denn was ich bislang noch nicht äußerte, aber wahrscheinlich den meisten ihrer Hörer durchaus klar sein wird, ist, dass natürlich diese gewaltigen Steuererhöhungen, zu denen es kommen müsste, wenn die EZB mal Verluste macht und wenn all diese Kredite, die Deutschland versprochen und in Aussicht gestellt hat, einmal eingefordert werden, das hieß ja gewaltige Steuererhöhung. Nun ist die deutsche Bevölkerung bereits jetzt im hohen Maße übersteuert. Das heißt also, es ist politisch gar nicht durchsetzbar. Das heißt, man macht das also über Inflation. Damit werden genau diese Leute enteignet, die an der Krise selbst überhaupt kein Verschulden haben. Rentner, risikoscheue Sparer und im Grunde die Bezieher fester Einkommen. Die Regierungen in der Eurozone, auch die Bundesregierung, straft nun all diese Gruppen ab und subventioniert unverantwortliches Handeln. Herzlichen Dank für das Interview. Gerne geschehen. Ihnen alles Gute. Danke. Gleichfalls. Combien le monde ne sait pas.
J'ai fait de mes soucis des fleurs d'échange marche sur des routes infinies. J'oublie le regard du temps. Est-ce un vieux plaisir ou par malice que je me raccroche à toi, Alice? Est-ce un vieux plaisir ou par malice que je me raccroche à toi, Alice? Ja, hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte. Mein Name ist Volker Reusing. Sie hören gleich ein Interview, was wir heute Nachmittag aufgezeichnet haben. Dazu möchte ich noch kurz ein paar Worte sagen. Vor wenigen Tagen ist urplötzlich, während die Maschine sich schon in der Luft befand, sind Überflugrechte von mehreren europäischen Staaten verweigert worden für das bolivianische Militärflugzeug, mit welchem der Präsident Boliviens, seine Exzellenz Herr Evo Morales, von einer Konferenz in Russland zurück nach Bolivien fliegen wollte, was natürlich auch zum Auftanken noch einen Zwischenstopp beinhaltete, bevor man den Atlantik überquert. Und da gab es das Gerücht, dass ein von den USA gesuchter abtrünniger US-Spion, der Herr Edward Snowden, der berichtet hatte, Enthüllung gemacht hatte über das Abhörprogramm des US-Geheimdienstes NSA, in Bolivien Zuflucht suchen würde, und dass er ausgerechnet in der Präsidentenmaschine nach Bolivien gebracht werden könnte. Also eine sehr ungewöhnliche Hypothese. Und heute Nachmittag hat die Botschafterin Boliviens in Deutschland, ihre Exzellenz Frau Elisabeth Salguero Carrillo, die Zeit gefunden, uns ein Interview dazu zu geben, wofür wir uns bedanken möchten. Und ja, jetzt wird das Interview gleich eingespielt. Danach kommt noch mal kurz Musik und dann werden wir über das nächste Thema diskutieren. Bitte um Abspielen des Interviews. Hier ist wieder die Sendung Macht und Menschenrechte. Mein Name ist Volker Reusing. Nun kommt das Interview mit der Botschafterin des plurinationalen Staates Bolivien, ihrer Exzellenz, der Botschafterin Frau Elisabeth Salguero Carrillo. Frau Botschafterin, eure Exzellenz, vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für das Interview. Natürlich, vielen Dank für die Interview. Ja, es hat einen ungewöhnlichen Vorfall gegeben. Dem Präsidenten von Bolivien sind plötzlich Überflugrechte über mehrere europäische Länder verweigert worden. Seine Exzellenz, Herrn Evo Morales. Frankreich, Portugal, Italien und Spanien haben Überflugrechte verweigert. Wie kam es dazu? Ja, wie Sie wissen, weil sie wohl vermuteten, dass sich der amerikanische Staatsbürger Snowden eventuell in der Präsidentenmaschine von Evo Morales befinden könnte. Und mit Sicherheit haben die USA interveniert, damit die Überfluchtrechte bzw. Landerechte zurückgezogen wurden. Damit haben sie gegen alle internationalen Abkommen verstoßen und unsere Solidarität und Würde verletzt. Wir verstehen das als einen Angriff auf das Leben und Sicherheit des Präsidenten Evo Morales einmal auch. Ungewöhnlich scheint ja vor allem, dass man so kurzfristig die Überflugrechte entzogen hat. Weil ich verstanden habe aus verschiedenen Medienberichten, hat sich die Maschine schon in der Luft befunden, als er das erfahren hat. Ja, und besonders der Flugzeug hatte wenig Benzin und er musste landen in Vienne und 14 Stunden da bleiben, und das war ganz schlimm für den Präsidenten.
Ist schon bekannt, woher dieses Gerücht stammt, dass Herr Snowden sich in seiner Maschine befinden könnte? Es ist ja ein sehr ungewöhnliches Gerücht. Wir vermuteten, dass Evo Morales war in Russland und der Stadtbürger Snowden auch. Und plötzlich wir vermuten, dass USA hat gedacht, dass dieser amerikanische Stadtbürger ist in der Flucht, aber das ist nur Spekulation, ja. Und man kann nicht nur von Spekulation einen Einfluss von der europäischen Länder so machen und einfach alle die Sicherheit von unserem Präsidenten wegwerfen und diese Landrecht zurückgezogen würden. Wenn jetzt die USA, nur einmal angenommen, die USA oder andere Staaten hätten aus deren Sicht, wären der Auffassung, dass sie Grund zur Annahme hätten, dass Herr Snowden nach Bolivien einreisen wollte und würden das verhindern wollen, was wäre denn ein normaler Weg, damit umzugehen? Ich meine, man muss bestätigen, das ist so, und dann können etwas machen, aber in alle die internationalen Abkommen, Sie wissen, es gibt diplomatische Rechte und besonders in einem Flugzeug, wo ein Präsident von einem Staat ist. Und das waren nur Spekulationen und Vermutung. Das war keine Tatsache. Und deswegen können Sie nicht einfach die Erlebnis geben von dieser Durchflucht und dann nicht mehr das machen, aber der Flugzeug war schon geflogen. Das konnten vielleicht vorher etwas fragen oder sagen, aber nicht, wenn schon dieses Flugzeug ist in der Luft. Und das ist ganz schlimm für unseren Staat, für unsere Solidarität und unsere Würde. Und wie gesagt, das ist ein Eingriff auf das Leben und Sicherheit des Präsidenten Evo Morales einmal. Gibt es schon eine offizielle Haltung, wie Bolivien darauf reagieren wird? Wir werden eine Klage bei den Vereinten Nationen einreichen wegen Verletzung internationaler Rechte. Und heute ab 15 Uhr treffen sich in Bolivien die UNASUR-Länder, um den Fall zu analysieren und ihr Vorgehen zu sprechen. Bis Sie wissen, Herr Insulza von der amerikanischen Staaten und auch der Vereinten Nationen haben auch ihre Meinung gesagt, und das war eine Verletzung von der internationalen Recht. Sie sagen, eine Klage vor den Vereinten Nationen, vor dem Internationalen Gerichtshof, hatte ich bisher immer so verstanden, wo ich die Satzung gelesen habe, dass man eine Klage nur machen kann, wenn beide Staaten das wollen, Kläger und Beklagter, oder soll es ein Gutachten werden, oder ist es möglich, haben die USA zugestimmt oder die anderen Staaten, wo es um die Überfluchtrechte geht, sind ja nicht direkt die USA? Ja, wie gesagt, heute ab 15 Uhr werden alle die UNASUR-Länder diesen Fall analysieren, aber wie weit ich weiß, Bolivien hat schon gesagt, unser Außenministerium, dass sie werden diesen Fall in der Vereinten Nationen stellen und eine Anklage wegen der Verletzung von unserer Souveränität, und dieser Fall ist nicht so einfach zu ertragen. Ne? Das heißt, es könnte es muss nicht unbedingt vor dem Internationalen Gerichtshof sein, es kann auch die UNO-Vollversammlung sein. Ja, konnte sein. Ich weiß nicht, welche Wege wird das
so laufen, aber Sicherheit, Bolivien muss oder wird alle möglichen, weil das ist ein ganz schlechtes Beispiel von den Ländern, von der Welt. Einfach, das ist eine Intervention und natürlich unsere Rechte, internationale Rechte sind verletzt. Ja. Ein Militärschiff ist ja auch Territorium des Landes, zu dem es gehört. Ich nehme an, dass das bei einem Militärflugzeug ähnlich ist. Ja, und auch ist ganz klar das internationale Ankommen, dass wenn der Flugzeug von Evo Morales hat schon Erlaubnis, man kann nicht danach das Erlaubnis nicht mehr. Und besonders, wenn er ist schon gelandet. Ja. No? Die die Washington Post hat am 2.7. vor zwei Tagen eine Karte veröffentlicht in verschiedenen Ländern, wo Herr Snowden Asyl beantragen wollte oder schon Asyl beantragt hat. Dort sind unter anderem auch Venezuela und Bolivien zu sehen, aber eine ganze Reihe weiterer Länder. Hat Herr Snowden in Bolivien denn bereits Asyl beantragt? Oder nur darüber nachgedacht? Wir wissen, dass Snowden in rund 20 Ländern und auch in Bolivien gedacht hat. Das wissen wir, das, weil das war öffentlich. Ne? Und Snowden um Asyl nachgesucht hat und Bolivien eine offizielle Antwort gibt noch nicht. Trotzdem haben die USA gestern schon bei Bolivien eine Auflieferung Antrag gestellt und damit schon wieder irgendwelche Handlungen gegangen aufgrund einigen Spekulationen. Ne? Und das zeigt uns, dass immer noch es gibt Spekulationen, weil etwas offiziell es gibt noch nicht. Ist denn schon bekannt, ob die USA eine Rechtsgrundlage genannt haben für den Auslieferungsantrag? Ja, gestern, wie gesagt, USA schon bei Bolivien eine Auslieferungsantrag gestellt. Hm. Und diese nordamerikanische Bürger ist noch nicht in Bolivien. Das ist auch aufgrund reinigen Spekulationen. Ja, ich habe noch eine Zuhörerfrage bekommen, die wir stellen sollten. Und zwar, Herr Snowden hat Geheimnisse von dem US-Geheimdienst NSA ausgeplaudert und dass der US-Geheimdienst NSA wesentlich größerem Umfang weltweit abgehört hat, als man es geahnt hatte. Ja, wie kann man damit umgehen? Kann man sich da schützen als Staat oder als Bürger? Mit Sicherheit die Fragen über der Spionage von USA in verschiedenen Ländern und Snowden ist ein ehemaliger Agent, das hat mit dieser Information gearbeitet oder wie meinen Sie? Er hat ja die Öffentlichkeit darüber informiert, dass weltweit in erheblichem Maße abgehört wird durch diesen US-Geheimdienst NSA. Und die Frage ist eben, wie kann man sich davor schützen? Jetzt ist eine in der politischen Agenda, wie Sie wissen, auch in Deutschland,
viele Leute sprechen über diese Espionage von Informationen und auch, dass diese Intervention von USA in verschiedene Länder, ne? Und natürlich vielleicht Herr Snowden hat viele Informationen darüber. Und glaube ich, das ist das, das große Problematisch jetzt, ne? Und, ja, und die andere war zum Beispiel auch Assange. Mhm. Und ja, das ist ein Widerspruch, weil USA spricht immer über Menschenrechte, aber jetzt wir wissen, dass USA macht viele Sachen ohne die Menschenrechte zu ja, zum respektieren. Und das mit Sicherheit aufgrund der üblichen Verfolgungen und Interventionen des amerikanischen Imperialismus, das ohne auch nach zu fragen einfach mal spekuliert hatte, dass sich Snowden möglicherweise in dieser Flugzeug befinden könnte. Und ja, jedes Land ist souverän und kann Asyl gewähren, wenn es zum Ergebnis kommt, dass diese Person Asyl braucht. In unserem Land gibt es dazu gesetzliche Regelungen für Asylgewährung. Wenn Menschenrechte verletzt würden oder ein Mensch politisch verfolgt wird, so wie es zum Beispiel im Fall Snowden, die wissen wir alle, ne? Und das Ganze hat ja jetzt zum Glück eine politische Debatte ausgelöst. Vielleicht ändert sich ja dort dadurch auch etwas, auch ja, in den USA. Ja, das ist, weil weltweit jetzt die Frage, die Problematik und das Thema. Bald wird der Bundespräsidentin Merkel und Obama zusammen treffen, über dieses Problematik zu sprechen, ne? Aber sowieso, wir müssen als eine souveräne Stadt ganz klar sagen, man muss nicht mehr tolerieren, dass USA interveniert und diese Art von Imperialismus immer noch machen kann durch die Einfluss von europäischen Ländern. Das finden wir sehr gefährlich. Ja? Wir sind nicht mehr in der Kaltkriege, und, aber trotzdem immer noch, es gibt diese Kontrolle und Einfluss von USA, und das war ganz deutlich in diesen Tagen und in diesem Fall von Präsident Evo Morales. Und natürlich, das muss nicht mehr erlauben, weil jede Länder ist souverän, jede Länder hat Rechte, wir haben viele internationale Abkommen und auch eine internationale Rechte. Und das war ganz, ganz, dieser Fall ganz schlimm und hat uns unsere Souveränität, unsere Würde, wie gesagt, verletzt. Ja, wir sind gespannt, wie es weitergeht, und ich denke, es ist gut, eine rechtsstaatliche Antwort darauf zu geben. Ja, wir haben viele Briefe und ja, viele Leute hat uns diese Geschichte, und natürlich alle sind mit uns. Weil das ist ein Fall, das man kann nicht wiederholen, ne? Und das ist ein Beispiel für die ganze Welt. Und ich meine, als Bolivien, als eine plurinationale Stadt von Bolivien,
ja sagen, dass unsere Souveränität und unsere Rechte, man kann nicht wieder verletzen. Und deswegen, wir werden weiter diesen Fall an viele internationale Organisationen zeigen und warten, dass die Länder auch werden ihre Meinung sagen. Viele die lateinamerikanischen Länder heute werden diese Termin haben in Bolivien. Wir warten auf die Ergebnisse und ich glaube, hier in Europa wird auch viele Meinungen darüber sprechen. Und ja, das wird ganz wichtig für die ganze Welt sein. Vielen Dank für das Interview. Ja, vielen Dank auch. Danke. We should be lovers. Tell me what kind of lovers we would be. Finally, we should never talk together. In spite of all the sadness of my tears, my heart resists itself. As a stone which has become a window, you've hurt me like no one did before. Did before. But think I need some compassion. I drop my own competition by the way you were a great opponent. Probably met two times later, but it surely make us stronger. Face to face with life, don't you see? Oh, this summer was waiting for your need, for your need. I do the sword and do not turn around. Say okay and please. Try again.
Ja, hier ist die Sendung Macht und Menschenrechte. Hier ist jetzt so Sarah Lucia Hasselreusing. Wir werden uns jetzt also mit einem Schwergewicht einer Too-Big-to-Fail-Bank befassen. Und zwar mit einem Papier, also der JP Morgan Chase Bank, was aber das Papier herausgebracht hat, die JP Morgan Bank am 28.05.2013. Und dieses Papier befasst sich mit der Eurokrise. Was für ein Papier hat die JP Morgan Bank zur Eurokrise herausgebracht? Ja, hier ist Volker Reusing. Das Papier heißt The Euro Area Adjustment About Halfway There. Die Anpassung der Eurozone auf dem halben Wege dort oder dorthin. Ja, es geht um die Vorstellung der JP Morgan Chase Bank, wie man weiter mit den ganzen rechtlichen Regelungen oder wirtschaftlich mit den Euro umgehen soll. Das Papier gliedert sich dann in verschiedene Abschnitte. Einmal ein Gesamtüberblick. Und dann schlagen sie vor, sich das als Bild einer Reise vorzustellen. Und da geht es ihnen um den Stabilitäts- und Wachstumspakt. Es geht ihnen um das Ungleichgewichtsverfahren, Stichwort Wettbewerbsfähigkeit. Es geht ihnen um die Verschuldung der Privathaushalte, die sprechen sie zumindest an, um die Verschuldung der Banken. Es geht ihnen um Strukturreformen. Es geht ihnen um verfassungsmäßige Reformen, Verfassungsänderungen, die sie sich wünschen. Und es, ja, eine Bank will sogar Verfassungsänderungen. Ja, dieses Papier ist ja also seit dem Wochenende also auch ziemlich also durch die alternativen Nachrichtenagenturen gegeistert. Man sprach davon, also, dass das JP Morgan Papier also die Diktatur wolle. So, welche Handlungen und will denn diese Bank also zum Beispiel von Deutschland ja und vielleicht auch von Deutschland in Bezug aufs Grundgesetz? Ja, ich denke, die Rede von der Diktatur, die kommt daher, dass die Bank da konkrete Vorstellungen hat, dass hier bestimmte Grundrechte im Weg sind, dass eine Bank hier Verfassungsänderungen fordert, so als politische Forderung. Interessant ist, wie die JP Morgan Chase Bank hier Deutschland sieht. Sagen direkt im zweiten Absatz des Papiers überhaupt, dass es entscheidend sei, Deutschlands Ansatz zu verstehen und dass Deutschland weiterhin bestimmt, wie mit der Euro-Krise umgegangen wird. Das letztere mag stimmen, ist ja noch eine große Volkswirtschaft. Und dass sie sprechen da von Problemen nationalen Erbes, also das Wort LEGACY, Legacy. Und da im weiteren Verlauf des Textes sieht man, dass sie damit verfassungsrechtliche Probleme meinen oder Probleme mit Grundrechten, die irgendwie Grenzen setzen, und dass diese Probleme aussortiert werden müssen auf der nationalen Ebene, bevor weitere Integrationsschritte, welche beträchtliche, bedeutungsvolle Mengen von Risiken und Lastenteilungen beinhalten, übernommen werden können. Also man spricht davon, man geht da ganz selbstverständlich davon aus, dass Probleme aussortiert werden. Ob sie jetzt meinen, ob das Verfassungsgericht etwas beiseite schieben soll oder die Politik oder das Volk seine Verfassung zu ändern habe, das lassen sie im Falle Deutschlands offen. Und eine andere ziemlich heftige Sache ist, dass sie auf der anderen Seite die deutsche Politik von ihrer Sichtweise her vereinnahmen. Das findet man weiter hinten in dem Papier. Wenn Deutschland das
wenn man will, dass Deutschland Eurobonds zustimmt, also direkt gesamtschuldnerische Haftung für die Schulden der Staaten, anderen Staaten der Eurozone, nicht erst über solche Mechanismen wie von Griechenlandhilfe bis ESM, sondern direkt von Anfang an voll gesamtschuldnerisch, dass dann wohl deutsche Politiker auch wollten, dass andere Staaten ihre Verfassung ändern. Sie nennen aber jetzt hier keine konkreten Politiker, die das konkret gefordert hätten, um gesamtschuldnerischer Haftung für Schulden zuzustimmen. Das sieht mir nach einer Vereinnahmung aus, des Namens Deutschlands für Interessen, ja, auch dieser Bank, haben sicherlich auch andere Großbanken oder überhaupt Banken Interesse, dass Staaten gesamtschuldnerisch füreinander haften, damit die Forderungen der Banken dann besser gesichert sind, wenn ein Staat nicht zahlen kann, dass die anderen dafür mitzahlen. Aber es sieht mir schon nach einer ziemlichen Vereinnahmung aus. Das fand ich heftig. Und andererseits hält man es für selbstverständlich, dass die Deutschen verfassungsrechtliche Probleme irgendwie erst aussortieren. Das finde ich schon. Es wirkt auch für mich ziemlich überheblich. Ich frage mich, auf welcher Grundlage das beruht, so eine Sichtweise. Ja, dieses Schwergewicht JP Morgan Chase oder JP Morgan Bank und so, das ist ja auch ein ganz bestimmtes, besonderes Kaliber. Also wenn man bedenkt, so diese Bank ist natürlich bei den Bilderbergern eingebettet. So wie auch Goldman Sachs und auch ein paar andere, wie die Deutsche Bank. Und dieses Kaliber hat ja auch so, wenn Sie jetzt hier so über geschichtliche Hinterlassenschaften reden, selber geschichtliche Hinterlassenschaften. Was für geschichtliche Hinterlassenschaften hat denn dieses Schwergewicht einer Victobel-Bank JP Morgan? Ja, also zum einen soll JP Morgan, also der Banker, mit dem die Bank benannt ist, der wichtigste Ideengeber gewesen sein für die Federal Reserve Bank, also die amerikanische Notenbank, an der wiederum die amerikanischen Landeszentralbanken beteiligt sind, aber an denen wiederum eben die großen privaten amerikanischen Banken. Zum anderen gibt es da ein hochinteressantes Buch von dem amerikanischen Historiker Professor Dr. Anthony Sutton, Wall Street und der Aufstieg Hitlers. Das ist ein Perseus Verlag im Deutschen, im Perseus Verlag. Da wird unter anderem JP Morgan erwähnt, damals eben noch nicht mit der Chase Bank von den Rockefellers und noch nicht mit der Manhattan Bank von den Warburgs zusammen, ist ja erst dann später Manhattan und Chase Bank zusammen und dann die zur Chase Manhattan Bank und die später auch noch mit JP Morgan Bank zusammen. Und JP Morgan wird dort erwähnt, dass sie eben starken Einfluss auch gehabt haben, Vertreter von JP Morgan, für die Frage, wie die deutschen Reparationen nach dem Ersten Weltkrieg finanziert worden sind und wie Banken damit verdienen können. Und auch soll JP Morgan auch gute Geschäfte gemacht haben über die Beteiligung an General Motors. Und General Motors ist ja Mutterfirma von Opel und Opel war der wichtigste deutsche Panzerbauer, nach laut Professor Sutton. Und ja, das ist eine Sache zur Geschichte dieser Bank und ja, es wird auch steht auch einiges zur Rolle der Familie Rockefeller, aber da eher die Ölfirma in diesem Buch Wall Street und der Aufstieg Hitlers von die Firma Standard Oil of New Jersey von Familie Rockefeller zusammen mit Bilderberg ist, denke ich, der heute Herr David Rockefeller war oft auf Bilderberg-Konferenzen und auch Vertreter von Goldman Sachs. Vertreter von JP Morgan selbst ist mir nicht so bekannt, aber eben heute gehört ja JP Morgan und Chase Manhattan Bank zusammen. Von daher denke ich, dürfte da auch ein Einfluss heutzutage über das Bilderberg-Netzwerk sein. Ja. Gesprochen, also mich würde natürlich auch interessieren,
Welchen Einfluss hat denn JP Morgan auf die EU, welchen auf den IWF? Wie nutzt es Bilderberg oder welchen Einfluss hat sie es auf die Bundesregierung, aufs Parlament oder Gerichte? Und ja, so viel weiß ich darüber nicht. Man kann natürlich jetzt nur über öffentlich sichtbare Dinge reden. Einmal ist sicherlich Bilderberg ein Netzwerk, wo vor allem Banken groß starken Einfluss haben. Und Herr Rockefeller ist eben dort für die Chase Manhattan Bank oder jetzt JP Morgan Chase immer wieder dort bei Bilderberg auch persönlich mit dabei, was dafür spricht, dass diese Bank zu denen gehört, die eben stärkeren Einfluss innerhalb Bilderbergs haben, wenn Vertreter von denen öfters dort bei sind. Und 2011 waren ja hochrangige, entscheidende Personen bei der Bilderberg-Konferenz 2011 in der Schweiz, wenn man sich da die Tagesordnungspunkte ansieht, bilderbergmeetings.org und die Leute, die dort gewesen sind, EU-Kommissare, der Chef des Europäischen Rats, Herr van Rompuy, auch Bankenvertreter waren dort und zwei Tagesordnungspunkte, die was mit Euro- und Staatsschulden zu tun haben. Von daher, darüber könnte ein Einfluss auf die EU sein, auch von dieser Bank. Ganz so offensichtlich wie bei Goldman Sachs ist es nicht, weil Goldman Sachs, ehemalige Goldman Sachs und gegenwärtige Goldman Sachs Vertreter sind ja verschiedensten von Regierung bis zur Europäischen Zentralbank, das ist sichtbarer. Es gibt dieses International Institute of Finance, einen internationalen Großbankenverband, der laut dem ehemaligen IWF-Mitarbeiter Davison Budo in seinem Werk Genug ist genug auch Einfluss hat auf den Internationalen Währungsfonds. Der Internationale Währungsfonds ist laut Budo auch gerade auch amerikanischen Großbanken gegenüber auch aufgeschlossen. Das, und wenn die JP Morgan Chase Bank eine der größten Banken der Welt ist, wird sie wahrscheinlich auch darüber Einfluss auf den IWF haben. Mir ist eigentlich kein konkreter Fall bekannt. Irgendwie muss es sich ja erklären, dass die Bank so mit solcher Selbstverständlichkeit dort politische Forderungen stellt, dass Staaten ihre Verfassungen ändern sollen. Ich kann mir auch vor, was vielleicht noch erwähnenswert ist, die Anfrage, das hatten wir in einem Interview in der vorhergehenden Sendung, Dr. Barbara Höll, hatten wir damals interviewt, die finanzpolitische Sprecherin der Linken. Die Linken haben im Bundestag eine Anfrage gemacht bezüglich verschiedener Großbanken aus Deutschland, aus der Schweiz und aus den USA und Treffen der Bundesregierung mit diesen. Da wurde auch JP Morgan genannt, allerdings vergleichbar viele Treffen wie mit Goldman Sachs sind da nicht sichtbar. Von daher scheint da kein dermaßen große zeitliche Möglichkeit für Einfluss sichtbar. Anders als bei Goldman Sachs, die wo ein wesentlich größerer zeitlicher Umfang erkennbar ist. Vielleicht ist es auch einfach die schiere Größe dieser Bank. Es lässt sich ja so, wenn so dies auf den Listen also der Bundesregierung steht, sehr wahrscheinlich also auch eventuell ableiten, also dass JP Morgan einer der Gläubiger ist, wie Goldman Sachs und auch die Deutsche Bank. Was würde denn passieren, also wenn Deutschland dann das, also was JP Morgan so scheinbar als selbstverständlich ansieht, seine Grundrechte aufgibt? Also sei es also durch Volksabstimmung oder auch so indem das Verfassungsgericht eventuell so einfach so das Grundgesetz abstürzen lässt. Ja, also in dem Papier, da möchte ich vielleicht kurz ausholen, hat die JP Morgan Bank da konkrete Grundrechte genannt, die sie eben, wo sie negative Folgen sieht. Und da würde ich gleich gerne noch zu kommen. Es geht da vor allem um Rechte von Arbeitnehmern und um Rechte zu protestieren. Damit ist wohl das Versammlungsrecht gemeint.
Ja, die Frage ist, wenn man eine Verfassung öffnet, wenn man die Grundrechte total aushebelt, es gab da in Deutschland einen Präzedenzfall, das war damals das Ermächtigungsgesetz. Und es gibt ein altes Urteil vom Verfassungsgericht zu Hypothekensicherungsgesetz. Und da steht da in Randnummer 28 und 29, soweit ich mir entsinne, Befervke 2,237 ist die Fundstelle dieses Urteils, dass die Weimarer Reichsverfassung schon durch das Ermächtigungsgesetz abgestürzt ist. Und zwar gab es, wie bei Verfassung üblich, Artikel 76 Weimarer Reichsverfassung, ein erhöhtes Abstimmungsquorum im Reichstag, um die Weimarer Reichsverfassung zu ändern. Und dieses Ermächtigungsgesetz hat erlaubt, dass die damalige Nazi-Regierung einfach Gesetze alleine machen konnte, ohne das Parlament und ohne dabei die Verfassung zu beachten, während die Gesetze, die normal weiter übers Parlament liefen, dass die sich weiter an die Verfassung halten mussten. Und dann kann man sich vorstellen, dass dann die meisten Gesetze hinterher von der Regierung kamen und die sich nicht mehr dran gehalten hat. Wenn man jetzt alle möglichen Dinge macht, um Staaten dazu zu zwingen, ihre Verfassung zu ändern, siehe Artikel 3 und 8 Fiskalpakt, oder siehe Verfassungsänderung per Kreditauflage, wie man es über EFSF-Kreditauflage gegenüber Griechenland macht, für die Verankerung dieses Sperrkontos, da stellt sich die Frage, ob sowas vergleichbar ist, erzwungene Verfassungsänderungen vergleichbar sind, wie mit einer weitreichenden Ermächtigungsvorschrift einfach Gesetze zu machen, die Verfassung nicht beachten, und ob da die Verfassung dann abstürzen würde auf einen einfach gesetzlichen Rang, wie es mit der Weimarer Reichsverfassung damals passiert ist, stellt sich auch die Frage, welche Art und Weise sich zum Beispiel die JP Morgan Bank die von ihr gewünschten Verfassungsänderungen vorstellt und was für rechtliche Mechanismen sie da im Auge hat. Ja, aber wenn das abstürzen würde, die Frage ist, einmal haben wir eine Weimarer Reichsverfassung, die praktisch in Trümmern liegt, die auf einfach gesetzlichen Rang damals abgestürzt ist, und danach kam dann das Grundgesetz, ordnungsgemäß besatzungsrechtlich legitimiert. Wenn die Weimarer Reichsverfassung, ja, die ist abgestürzt und die davor von 1871, da ist mir nicht bekannt, dass es ein Urteil gäbe, was die abgestürzt wäre. Also ich befürchte, wenn das Grundgesetz abstürzen würde, was überhaupt noch zu klären wäre, dass man dann in einer... dass man dann wieder bei 1871 ankommen könnte. Das ist genauso wenig angenehm, wie wenn man sagen würde, Deutschland hätte keine Ordnung mehr und würde sich ohne einen entsprechenden demokratischen Akt plötzlich in einem Staat EU wiederfinden. Ja, das ist ein heißes Thema, ja. Aber der Punkt ist ja, das Verfassungsgericht hat ja in mehreren Urteilen also bestätigt und so, dass also die Ordnung also die Ordnung also also des Kaiserreiches also weiter existiert. Ja, nur eben handlungsunfähig. Ich hoffe, dass es nie zu dieser Situation kommt. Und es ist keineswegs gesagt, wenn das Grundgesetz abstürzen würde, dass man sich automatisch in einem Staat EU wiederfände, weil nach der Drei-Elemente-Lehre dann nicht mehr Volk und Territorium und Rechtsordnung da wären, sondern man hätte dann eine brachliegende Rechtsordnung, sodass das dritte Element noch gewahrt wäre und man könnte dann meines Erachtens wieder neu anfangen mit einer neuen Verfassung. Die Frage ist, wer legitimiert das, mit welchen Strukturen soll das dann gehen? Da wäre wahrscheinlich ein Bruch zur Ordnung des Grundgesetzes. Ich weiß nicht, wie das gehen soll. Man sollte es vermeiden. Aber ich komme gleich wieder zu dem Papier zurück. Der Punkt ist also, diese Ordnung existiert ja noch. Und ich glaube, also, dass das also JP Morgan eigentlich gar nicht freuen würde. Und uns eigentlich auch nicht, also weil wir sind ja eigentlich mit dem Grundgesetz zufrieden. Und
Ich denke mal so, dass sich also das Verfassungsgericht also schon überlegen sollte, also was es da macht. Aber diese Forderung stellt ja JP Morgan nicht nur so zu Deutschland, sondern diese Forderung stellt sie auch so für die südeuropäischen Länder. Was sagen Sie dazu? Ja, also die bezüglich Deutschland geht man eben davon aus, dass Deutschland eben die Hindernisse schon eben aussortieren würde. Und bei den südeuropäischen Ländern, da argumentiert das Papier so, dass sie nach den Erfahrungen der Diktatur und des Faschismus viele Länder eine eher sozialistische Verfassung hätten. Das kann man so sehen, weil viele mehr soziale Grundrechte haben, als zum Beispiel im deutschen Grundgesetz direkt enthalten sind. Und ich habe mir da mal angeschaut, das Papier von JP Morgan sieht da ja Probleme und vor allem mit dem Recht, dass die Leute protestieren können und bezüglich Rechte von Arbeitnehmern. Also konkret auf Seite 12 werden dort genannt, also dass die politischen Systeme rund um die Peripherie typischerweise einige der folgenden Merkmale zeigen. Schwache Exekutive, also heißt wohl starkes Volk oder starke Parlamente, schwache Zentralstaat im Verhältnis zu den Regionen, verfassungsmäßiger Schutz von Arbeitnehmerrechten, Konsensbildungssysteme, welche politischen Klientelismus begünstigen und das Recht auf zu protestieren, wenn unwillkommene Änderungen am Status quo gemacht werden. Ja, und da sieht JP Morgan eben Probleme aufgrund dieses politischen Erbes, was durch die Krise gezeigt worden sei. Und daraus folgere ich, dass sie die Forderung erheben, dass diese Rechte, also Demonstrationsrecht oder Versammlungsrecht, das ist ja wohl gemeint mit dem Recht zu protestieren, als auch Arbeitnehmerrechte, die es in Verfassungen gibt, dann beschnitten werden sollen. Also ich habe mir mal die Verfassung von Griechenland, Italien, Portugal und Spanien angeschaut, die haben alle ein Versammlungsrecht. Und wenn ich mir anschaue, die Rechte der Arbeitnehmer, also Griechenland ist auch eine eher bürgerlich geprägte Verfassung, ähnlich wie das Grundgesetz, ohne die Verlinkung, die das Grundgesetz noch zusätzlich hat, in Artikel 1 Absatz 2 zu den universellen Menschenrechten, wo viele soziale Rechte sind. In Griechenland gibt es ein Recht auf Arbeit in der Verfassung, Recht auf Tarifverträge. Italien hat noch deutlich mehr Rechte für die Arbeitnehmer, da Artikel 35 bis 40, Portugal Artikel 45, Artikel 47 bis 59, besonders viele Rechte der Arbeitnehmer, Artikel 35 bis 37, Artikel 42 in der spanischen Verfassung. Also typischerweise gibt es entweder Rechte auf Streikrecht oder Recht auf gerechte Lohn für Arbeit oder auch beides. In Portugal ist auch das Recht, Betriebsräte zu bilden, noch in der Verfassung enthalten. Ja, und um solche Rechte, die einzuschränken, darauf scheint das hier zu zielen bei JP Morgan. Wie weit man das einschränken will oder ob man bestimmte Rechte abgeschafft haben will, so deutlich wird sich da nicht geäußert. Wenn man sich das Ganze hier anschaut, also, ist das ja eigentlich gar nichts Neues. Also, wenn man sich die Auflagen, also in den 80er Jahren oder 90er Jahren, also dieses IWF, also Afrika, Lateinamerika anguckt, findet man ja Ähnliches. Verfassungsänderungen per Kreditauflage sind eher nicht die Regel, aber hat es einen drastischen Fall gegeben. Wenn man sich das Werk anschaut von Professor Dr. Chosudowski, bekannt durch Global Research, Globalization of Poverty and the New World Order,
Da wurden den Brasilianer wurden dazu gebracht, 1994 ihre Verfassung zu ändern, und da haben sie die Rechte der Beamten, die Rechte der Rentner und die Rechte der Indianer geschwächt, so dass man Massenentlassungen im öffentlichen Dienst machen konnte, dass man Rentenansprüche viel stärker kürzen konnte, dass die verfassungsrechtlich geschützt waren, und Rechte der Indianer zu schwächen. Das war wiederum auch eine Grundlage dafür, entsprechend ihnen Landflächen wegzunehmen. Und das ist ja eine Geldfrage, ob man diese Flächen dann anderweitig verwenden kann. Das ist jetzt das Beispiel, das, ich denke, das heftigste Beispiel von erzwungenen Verfassungsänderungen durch den IWF. Sonst sind mir eher tiefste Einschnitte in soziale Rechte bekannt. Ja, und hier in Europa scheint man ja jetzt die verfassungsmäßigen Rechte wesentlich mehr und systematischer ins Visier zu nehmen. Beim IWF wurde eher drüber hinweggetrampelt, als dass man die Rechte selbst anging. JP Morgan sagt ja auch etwas zum Stabilitäts- und Wachstumspakt und zum Ungleichgewichtsverfahren. Was für Wünsche haben Sie denn dort? Ja, also beim Stabilitäts- und Wachstumspakt, das, was auch vereinbart worden ist, also das Defizit entsprechend zu senken und Gesamtschuldenstand zu senken, das ist irgendwo vom Inhalt her nachvollziehbar. Man kann sich natürlich fragen, ob das alles entsprechend rechtlich auf dem richtigen Weg beschlossen worden ist. Mit dem Ungleichgewichtsverfahren, da argumentieren Sie mit der von wegen Wettbewerbsfähigkeit und der internen Abwertung der Staaten, die nicht so wettbewerbsfähig sind, und sagen, dass durch den Nachfragerückgang das Ungleichgewicht, dass sie zu viel importieren und zu wenig im Vergleich zu den Exporten erheblich zurückgegangen sei. Sie wollen aber noch weiteren Sozialabbau, um sicherzugehen, dass nicht, sobald der Staat sich wirtschaftlich jeweils erholt, dann wieder entsprechend diese Ungleichgewichte dann wieder zunehmen. Das heißt, sie wollen da praktisch einen Sicherheitspolster für die Wettbewerbsfähigkeit der Staaten. Da kann man sich natürlich auch vorstellen, dass das erhebliche soziale Einschnitte sind, wenn wir uns anschauen, vor allem den Hunger und die Schädigung des Gesundheitssystems in Griechenland. Es ist aber, Sie sagen aber nicht eindeutig, von welchen Staaten Sie genau welche weiteren Einschnitte fordern. Es scheint Ihnen eher darum zu gehen, dass weitere gemacht werden. Und Sie sagen, welche Rechte Sie da vor allem als Hindernisse sehen. Ich möchte jetzt mal eine Zwischenfrage stellen. Also es gibt ja ein Video von unserem Finanzminister Dr. Wolfgang Schäuble und den ehemaligen Zeit-Herausgeber Helmut Schmidt. Und bei denen wird halt darüber diskutiert, also ob man also Verfassungsrecht anwenden soll. Und das wurde halt auch in diesem Zusammenhang mit dem JP Morgan Papier genannt. Kannst du da was dazu sagen? Ist mir leider entfallen, wer das jetzt in dem gleichen Zusammenhang gesehen hat. Also das eine ist, klar, es ist irgendwo möglicherweise ein zeitlicher Zusammenhang. Also es war eine Veranstaltung, wo jemand von der Zeitung Die Zeit moderiert hat. Zeitung Die Zeit ist auch mal wieder bei Bilderberg vertreten. Also von daher denke ich nicht allzu fern, wenn Banken sich äußern, was ihre Interessen sind. Und
Ja, Helmut Schmidt ging es darum, er hat damals das mit der Hochwasserkatastrophe angesprochen. Da hat man, hätte man eben auch nicht ins Grundgesetz geschaut, da hätte man geholfen. Und ja, die jetzige Situation mit der Euro-Krise, die hat er da in dem Bild irgendwo damit verglichen. Und während der deutsche Bundesfinanzminister sich natürlich, weil er ein Minister im Amt ist, allein deswegen schon natürlich zurückhaltender geäußert hat, aber ich sehe jetzt keinen direkten Zusammenhang mit dem JP Morgan Papier. Ich glaube, in den Ausschnitten, die in dem Video zu sehen waren, ist das auch gar nicht angesprochen worden. Vielleicht einer der Kommentatoren, der dieses Video gesehen hat, fühlte sich an das Papier erinnert, aber ich sehe da keinen direkten Zusammenhang. Also das, was dort angesprochen wurde, ist ja schon also so etwas wie wir brauchen uns nicht an das zu halten, so was die Verfassung vorgibt. Und das heißt ja, es würde, also so eine Haltung würde ja verursachen, dass genau das passiert, also was schon mal passiert ist. Das ist eine gute Frage. Kann ich so pauschal nicht sagen. Und kommt ja darauf an, auf welche Art und Weise man sich nicht an das Recht hält. Ob man anderes Recht setzt, was zu blankettartigen, beliebigen Umgehung verfassungsmäßiger Rechte ermächtigt, oder ob man es einfach willkürlich nicht anwendet, ohne eine solche Grundlage zu schaffen, das kann alles total unterschiedliche Auswirkungen haben. Aber ich möchte jetzt gerne hier bei diesem Papier bleiben. Und klar, Helmut Schmidt ist natürlich auch bei Bilderberg schon mal Gast gewesen und spricht auch öfters von Bilderberg und scheint sich Bilderberg verbunden zu fühlen. Aber trotzdem denke ich, ist das eine dieses Papier und das andere das, was er bei einer Veranstaltung, die von der Zeit moderiert wurde, gesagt hat. Was bedeutet denn diese Forderung von JP Morgan für den Fall einer deutschen Staatsinsolvenz? Ja, also ich habe die Befürchtung, wenn hier als politische Forderung von einer der größten Banken der Welt erhoben wird, dass Staaten ihre Verfassung ändern sollen und zumindest Versammlungsrecht und Grundrechte von Arbeitnehmern aufweichen sollen, dass das präsentiert wird, wenn Deutschland selber einmal bedürftig wird und Deutschland selber ein Staateninsolvenz verfahren muss. Das hört sich erstaunlich an, aber bei Griechenland ist es ja schon außerhalb jegliches Staateninsolvenzverfahrens im Rahmen des Mechanismus EFSF, wo Griechenland eine Umschuldung bekommen hat mit Schuldenreduzierung, hat man ihnen ja schon auferlegen wollen, dass die Griechen ein Sperrkonto machen, wo quartalsmäßig die Staatseinnahmen draufgehen und das, was die auswärtigen Gläubiger voraussichtlich brauchen, dann vorrangig an die gezahlt wird. Und ESM enthält eben Staateninsolvenzverfahren, wo außer der Troika von EZB, EU-Kommission und IWF auch noch die privaten Gläubiger Auflagen machen können. Wenn man Kredit haben will, die Troika, und wenn es Schuldenerleichterung geben soll, die privaten Gläubiger. Und das Gemeine ist ja in Deutschland, Paragraph 7 ist das, glaube ich, vom Gesetz, vom Bundesschuldenwesengesetz, sagt uns ja noch nicht mal, wer sind unsere Gläubiger, sondern da kriegt man nur Gruppen genannt. So und so viele Banken, so und so viel sind es versichern, so und so viel Industrie, so und so viel Private und so. Aber nicht wer genau. Wenn Deutschland jetzt insolvent würde und diese Versammlung der privaten Gläubiger macht auch noch Auflagen, wüsste man noch nicht mal, wer viel Stimmanteile hat und welche Bank da wie viel mit zu sagen hat. Ich vermute aber, dass es nur die stimmberechtigt, nur die Gläubiger wären für die Staatsanleihen, die ab dem 01.01.2013 begeben worden sind, weil nur die diese sogenannten kollektiven Aktionsklauseln, die Zusatzklauseln haben, die dann für den Fall des Staatsbankrotts das Staateninsolvenzverfahren vorschreiben würden, wo dann auch die privaten Gläubiger Auflagen machen können. Scheint aber keine deutsche Besonderheit zu sein. Artikel 12 Absatz 3 ESM-Vertrag schreibt diese kollektiven Aktionsklauseln vor. Und in dem Auflagenpaket für Zypern ist
auch gewesen, dass sie ein Gesetz beschließen sollen zur Änderung ihres dortigen Bundesschuldenwesengesetzes. Da scheint Deutschland nur schneller gewesen zu sein als Zypern zum Beispiel, das Gesetz zu machen, was dann in diese kollektiven Aktionsklauseln anknüpft. Und ich vermute, dass in Zypern dann da auch so etwas, so Regelungen wie Detailregelungen für ein mögliches Insolvenzverfahren da etabliert werden sollen. Ja, und da hätten die Banken natürlich als größere Gläubiger umso mehr Macht, Auflagen zu machen. Wenn man Griechenland schon zwingen will, außerhalb eines formellen Staateninsolvenzverfahrens, in seine Verfassung aufzunehmen, ein Sperrkonto und in vorrangige Bedienung der auswärtigen Gläubiger, dann halte ich es auch nicht für ausgeschlossen, dass Banken dann, wenn sie in so einer Machtposition sind, dann auch Auflagen machen, dass man Grundrechte in der Verfassung ändern muss und die aufweichen muss. Das ist meine Befürchtung und deswegen scheint mir dieses Papier besonders brisant zu sein. Und ja, es geht hier nicht darum, die JP Morgan Bank besonders hervorzuheben, aber sie ist eine der größten Banken der Welt und auch mit Bilderberg verbunden. Und das erlaubt schon eine Prognose, was uns erwarten könnte, wenn Deutschland in dieses Staateninsolvenzverfahren des ESM rein muss. Jetzt kommt, ich sag nochmal, wie das Papier heißt, vom 28. Mai, The Euro Area Adjustment About Halfway There. Bitte lesen Sie sich selber durch und machen Sie sich ein Bild davon. Jetzt kommt noch Musik und dann kommt gleich noch ein Interview, was wir vorab aufgenommen haben. Danke. Your life.
Sendung Macht und Menschenrechte, Volker Reusing. Gleich hören Sie noch das Interview, was wir vorab aufgenommen haben mit Markus Bauer vom Verein Zwischengeschlecht.org. Es geht um die Situation zwischengeschlechtlicher Menschen in Deutschland. Und zwischengeschlechtliche Menschen sind Menschen, wo die körperlichen, wesentlichen körperlichen Merkmale nicht alle eindeutig für das gleiche körperliche Geschlecht sprechen. Und da gab es mehrere Anträge im Deutschen Bundestag von der gesamten parlamentarischen Opposition, von Grünen, Linken und SPD, die eigentlich am 27. Juni 2013 behandelt werden sollten. Das Thema ist auch schon bei den Vereinten Nationen durch verschiedene Menschenrechtsfachausschüsse behandelt worden, von den Menschenrechtsfachausschüssen zur Frauenrechtskonvention der UNO zum UNO-Sozialpakt und auch zur Anti-Folter-Konvention. Und auch der Sonderberichterstatter für das Folterverbot hat sich bereits des Themas angenommen. Es war auch bereits vor den Ethikräten von der Schweiz und von Deutschland. Und im Kern geht es darum, um die Operationen an zwischengeschlechtlichen Kindern, ob man zwischengeschlechtliche Kleinkinder nur mit Einwilligung der Eltern zu eindeutig körperlich scheinbar eindeutigen Jungen oder Mädchen umoperieren darf oder ob das untersagt ist, ob es da gesetzliche Änderungen braucht. Ich will jetzt nicht zu viel vorwegnehmen. Das Interview mit Markus Bauer von Zwischengeschlecht.org erzählt, worum es in den Anträgen ging und was daraus geworden ist. Ich möchte mich jetzt schon mal bei Ihnen verabschieden. Die nächste Sendung kommt am 18. Juli 2013, wieder ein Donnerstag, wieder um 19 Uhr. Bleiben Sie uns treu. Herzlichen Dank. Hier ist wieder die Sendung Macht und Menschenrechte auf Jungle Drum Radio. Mein Name ist Volker Reusing. Jetzt kommt das nächste Interview. Ich spreche gleich mit Daniela Trofer und Markus Bauer aus der Schweiz von der Menschenrechtsgruppe Zwischengeschlecht.org. Guten Abend zusammen. Hallo Volker. Hallo Volker, guten Abend. Ja, heute, wo wir dieses Interview für die Sendung Macht und Menschenrechte aufzeichnen, heute am 27.06.2013, sollte ja eigentlich auf der Tagesordnung vom Deutschen Bundestag Punkt Nummer 79 sollten drei einander sehr ähnliche Anträge stehen. Vom Bündnis 90 den Grünen und den Linken zum Wiederfinden Drucksache 17.12.851 und 12.859, beide vom 20.03.2013 und von der SPD Drucksache 13.235 vom 24.04.2013. Es geht jeweils um die Situation zwischengeschlechtlicher Menschen in Deutschland. Was ist daraus geworden? Also diese drei Anträge eben, das wurde alles so quasi summarisch abgestimmt und die drei Anträge wurden jetzt allesamt abgelehnt von der CDU-CSU mit den Stimmen der FDP. Das heißt, die Anträge sind beerdigt worden. Das heißt, die sind heute doch behandelt worden. Ich hatte es zuletzt gesehen bei der Tagesordnung, ich habe es gar nicht mehr gefunden auf der Tagesordnung. Also ne, eben da, ich meine, die spulen ja täglich hunderte von Anträgen, werden da unter den Tisch gewischt. Und einfach dieser Tagesordnungspunkt 79, das waren einfach alle Anträge, die da ohne Diskussion erledigt werden. Da war das schon mit drin dabei. Was sind denn die wichtigsten Inhalte der Anträge, die die Oppositionsparteien im Bundestag gestellt haben? Also die Anträge sind über weite Strecken, stimmen sie wortwörtlich überein. Die aus unserer Sicht wichtigsten Kernpunkte, die in allen Anträgen mehr oder weniger identisch mit drin sind, ist die Forderung nach einem Verbot von kosmetischen Genitaloperationen an Kindern mit atypischen körperlichen Geschlechtsmerkmalen, an Kindern und Jugendlichen, an Minderjährigen. Der zweite sehr wichtige Punkt ist, das wird gefordert, eine Aufarbeitung der bisherigen Praxis, die bis heute andauert. Seit 1950 werden ja eigentlich überall in der westlichen Welt sogenannte auffällige Kinder möglichst schnell zurecht operiert.
Da war die Forderung, dass das aufgearbeitet werden soll. Und ganz wichtig, es war auch ein Termin gesetzt, bis wann ein Bericht vorliegen sollte. Und das ist jetzt eben alles abgelehnt worden. Zusätzlich gab es noch kleine Unterschiede bei den Einträgen. Der Antrag der SPD war in Bezug auf das Verbot ein wenig schärfer formuliert. Er forderte wirklich ganz konkret ein Verbot. Da die anderen Anträge forderten da mehr, in der Regel sollte es verboten werden. Es war also da von Anfang an schon ein kleines Hintertürchen eingebaut. Dann da Linke und Grüne hatten dann zusätzlich noch weitere Forderungen, die dann vor allem Personenstandsrecht betraf und so. Von dem her war der SPD-Antrag auch am konsequentesten, dass er wirklich da auf das brennende Problem sich konzentrierte. Ja, für die Hörer, die es vielleicht noch nicht wissen, zwischengeschlechtliche Menschen sind ja die Menschen, wo die primären körperlichen Geschlechtsmerkmale nicht alle auf das gleiche Geschlecht als männlich oder weiblich eindeutig hindeuten. Das können eben ein Genital sein, was uneindeutig ist, oder Gonaden, also Hoden und Eierstöcke vorhanden sind, oder Mischformen. Das können auch Formen sein, dass die Chromosomen nicht klar XX oder XY sind. Eben, oder es ist auch möglich, eben, du hast ja angesprochen, es gibt ja diese drei Ebenen, da eben vom Genital, von der Hormonproduktion und von der Genetik. Es kann auch sein, dass eigentlich jede Ebene für sich sogenannt eindeutig ist, aber dass die Ebenen in Anführungsschlusszeichen nicht übereinstimmen miteinander. Sprechen wir eigentlich von Menschen mit sogenannten atypischen körperlichen Geschlechtsmerkmalen. Es geht also auch darum, durch die Wortwahl Diskriminierung oder Schubladendenken zu vermeiden. Genau. Und auch, es ist ja immer die Tendenz, dass man dann die Mediziner und zum Teil auch die Politiker, die versuchen dann immer die Definition irgendwie einzuengen und dann nur um ganz wenige Eingriffe konkret zu diskutieren und alle anderen häufigeren Eingriffe von der Diskussion auszuschließen. Was natürlich unterschiedliche Motivationen haben kann. Es könnte sein, dass die Mediziner schützen wollen. Es könnte auch sein, dass sie es vielleicht als Skandal empfinden und den Skandal nicht ganz so groß aussehen lassen wollen, aber auch trotzdem helfen wollen. Ja, das ist ein schwieriges Thema. Ich meine, ich persönlich finde einfach immer eben, diese Eingriffe, die werden seit 60 Jahren systematisch an Kindern ausgeführt. Und ich denke schon, dass ursprünglich hatten die Mediziner bestimmt da die besten Absichten, aber was ins Auge sticht, ist einfach, seit 60 Jahren haben sie sich nie glaubwürdig um eine Evidenz für diese Eingriffe bemüht. Das heißt, sie haben auch nie wirklich abgeklärt, halten diese Eingriffe später, wenn die Menschen erwachsen sind, halten sie auch, was sie da den Eltern versprochen haben. Und eigentlich die wenigen Studien, die es gibt, die auch einigermaßen seriös sind, stimmen eigentlich mit den Klagen der Betroffenen überein. Die äußern sich ja seit 20 Jahren in der Öffentlichkeit und verurteilen diese Eingriffe, sehen da Parallelen zu Recht, was auch bestätigt wird von Experten zur weiblichen Genitalverstümmelung. Und ich finde einfach, dass die Ärzte da nie wirklich seriös nachgeguckt haben, ob das auch wirklich funktioniert. Das lässt mich jetzt doch ein bisschen an ihren ausschließlich guten Absichten zweifeln. Ich denke, gerade auch durch den berühmten Fall, der Name John John, oder wirklicher Name ist ja auch längst durch die Presse und durch ein Buch veröffentlicht worden, Fall David Reimer, ja, wo ein Junge mit unverdingten Penisverlust ohne seine Einwilligung, mit Einwilligung der Eltern zum Mädchen umoperiert worden war und dann mädchenhaftes Verhalten zum Teil angezogen hat und man meinte, man hätte die Identität umerziehen können und könnte das wäre dann Beweis des Zwischengeschlechtlichen auch klappt. Das hat sich als Reinfall herausgestellt mit schrecklichen Folgen und inzwischen haben sich auch viele zwischengeschlechtliche Menschen, Geschädigte, zu Wort gemeldet. Warum wendet man das immer noch an, obwohl diese Zeitfenstertheorie, die Anerziehbarkeit, die angeblich der Geschlechtsidentität, doch dermaßen ins Wackeln gekommen ist? Ja, also diese Zeitfenstertheorie, das wird heute noch, taucht das bei den Medizinern auf. Wenn du guckst zum Beispiel in Hamburg,
da eben bei Hypospadie-Korrekturen, das ist auch ein Fall, wo atypische Genitalien jetzt von Jungen, wenn der Harnröhrenausgang nicht genau an der Penisspitze liegt, dann wird das auch versucht, das da chirurgisch zu korrigieren, weil das muss ja normal aussehen und ein Junge muss im Stehen pinkeln können, bla bla bla. Und da wird heute noch gesagt, man muss das machen, bevor die Kinder 2 Jahre alt sind und dann kommt Begründung, Zeitfenstertheorie. Das ist also gar nicht so vom Tisch. Und auch wenn du sonst guckst, die aktuellen Leitlinien, jetzt auch Klitorisreduktionen und sogenannte Vaginalplastiken bei AGS, da heißt in der Leitlinie immer noch, muss in Deutschland im ersten Lebensjahr in der Regel wird die OP gemacht. Das hat man ausschließlich in einigen Gruppen von intersexuellen, von zwischengeschlechtlichen Menschen, dass man sagt, dass man es nicht mehr macht. Also es gibt einige wenige Eingriffe, wo sie mittlerweile wirklich ein bisschen dazugelernt haben. Ich denke mir zum Beispiel Kastrationen bei CAIS-Menschen, da hat sich mittlerweile wirklich rumgesprochen, dass das mit dem Krebsrisiko arg übertrieben wurde über Jahrzehnte. Aber im Allgemeinen einfach, wenn du guckst, alle Leitlinien empfehlen diese Eingriffe immer noch. Wenn du guckst, die Angebote in den Kliniken, diese OPs werden immer noch angeboten und eben genau mit den alten Begründungen auch immer noch. Ist auch so, dass wir die eine Leitlinie, die steht jetzt zur Neuüberarbeitung an, aber wenn du guckst, wer da für die Neuüberarbeitung zuständig ist, das sind das genau wieder Kinderchirurginnen und andere Exponentinnen, die dafür bekannt sind, dass sie hardcore diese OPs immer noch empfehlen. Jetzt habe ich mir durchgelesen, was das Ausschuss gesagt hat für Familie, Senioren, Familien, Jugend. Der hat ja empfohlen, dass die Anträge abzulehnen, weil man noch mehr Zeit brauche, sich in das Thema einzuarbeiten und sich noch genauer Standpunkt auszuarbeiten. So schien es mir zumindest bei CDU und CSU zu sein. Also schien mir so, dass alle Parteien offen sind, nur CDU und CSU scheinen sich nicht in das Thema bis zu dem Zeitpunkt richtig eingearbeitet zu haben. Oder ja, also die blockieren das schlussendlich. Und ich meine, es klingt natürlich immer gut, wenn man dann sagt, bla bla, aus Rücksicht auf die Betroffenen müssen wir noch länger diskutieren. Aber wenn man guckt, die Betroffenen fordern seit 20 Jahren dieses Verbot. Eigentlich alle deutschsprachigen betroffenen Organisationen, die fordern ebenfalls dieses Verbot und unterstreichen die Dringlichkeit. Wenn man guckt, da das Thema war ja schon länger beim Familienausschuss aktuell. Es gab da unter anderem eine öffentliche Anhörung. Es gab nachher nochmal eine Expertenbefragung. Und da wurde jedes Mal betont, es ist ein dringendes Menschenrechtsproblem. Es verstößt gegen körperliche Unversehrtheit. Es besteht Handlungsbedarf. Und auch aus den internationalen Menschenrechtsgremien wird da unterstrichen, dass etwas getan werden muss. Und wir erkennen das schon länger. Es ist jedes Mal dasselbe. Man versucht immer wieder die Diskussion bei Null zu starten, um dann vielleicht zu einem anderen Ergebnis zu kommen, macht es ein bisschen, einem erstefreundlichen Ergebnis zu kommen, macht es ein bisschen den Eindruck. Ich verstehe. Ja, wären diese Anträge jetzt heute so beschlossen worden, dann hätte das sicherlich ein deutliches Zeichen gesetzt. Aber es waren ja eine ganze Menge Dinge, die, um verbindlich zu sein, ja Gesetzesänderungen beinhalten würden. Und konkrete Anträge auf Gesetzesänderungen waren da ja noch nicht formuliert. Also nö, aber es wäre, wenn die Anträge angenommen werden, wäre an die Bundesregierung der Auftrag ergangen, eine konkrete Gesetzesformulierung zu erarbeiten. Und jetzt, da die Anträge abgelehnt worden sind, hat dadurch indirekt der Bundestag auch abgelehnt, gegen diese fortdauernden Eingriffe überhaupt einzuschreiten. Und aus unserer Sicht ist das auch noch wichtig, weil gerade zum Beispiel der Sonderberichterstatter über Folter, der hat ja Anfang Jahr einen Bericht veröffentlicht, wo er explizit diese Operationen an Kindern mit atypischen körperlichen Geschlechtsmerkmalen kritisierte und auch die Schutzpflicht der Staaten diesen Kindern gegenüber unterstrich. Und dadurch, das ist der Bundes
der Bundestag als einziges Parlament weltweit quasi einen Handlungsbedarf ablehnte und damit diese OPs, diese Kinder zum Weiterverstümmeln explizit freigab. Dadurch erhält auch die Komplizität der Bundesrepublik, kommt auf eine ganz neue Ebene. In der Wirkung ja, aber so wie Sie sich geäußert haben, haben ja alle Handlungsbedarf anerkannt, nur zum Teil, also schien es so, als ob CDU, CSU und FDP Zeit gewinnen wollten. Ja, das hast du sehr schön gesagt und ich meine, aber wenn man immer theoretisch Handlungsbedarf erkennt und dann immer, aber wenn es um die Praxis geht, dann sagt heute nicht, heute nicht, heute nicht. Ich meine, das ist auch eine Aussage. Es ist ja auch so, dass CDU, CSU, auch der Bundestag, die Bundesregierung Anfang Jahr haben ja gesagt, eben die Meinungsbildung sei noch nicht abgeschlossen. Aber ich meine einfach, hallo, die Diskussion läuft im Bundestag seit 1996. Irgendwann müssen die mal ihre Meinung sich gebildet haben. Und komischerweise, wenn es darum geht, nichts zu unternehmen, dann haben sie plötzlich eine Meinung. Ja, und ich denke, das, was jetzt schon drei Menschenrechtsfachausschüsse der UNO gesagt haben, einmal zur Frauenrechtskonvention, dass Deutschland das letzte Mal überprüft worden ist, zum UNO-Sozialpakt und zur Anti-Folter-Konvention, das müsste ja auch dem Bundestag bekannt gemacht worden sein. Da wird doch normal so auch drüber diskutiert, denke ich, wenn da Deutschland periodisch überprüft wird. Genau, also das ist Ihnen ganz bestimmt bekannt und auch der Bericht des Sonderberichterstatters über Folter, das können Sie nicht wegleugnen. Interessant ist ja, der Sonderberichterstatter über Folter, er spricht über Folter. Das würde ja implizieren, die UNO will ja, dass man einen eigenen Straftatbestand Folter einführt, dass darin auch die Forderung ist, dass man es nicht nur haftungsrechtlich aufarbeitet, sondern auch, und sei es, falls es das bisherige Strafrecht nicht ausreicht, mit einem entsprechenden Straftatbestand, während der Fachausschuss der UNO für die Anti-Folter-Konvention CAT ausschließlich von erniedrigender Behandlung gesprochen hat, was aber auch schon bedeutet, dass der Schadensersatz geregelt werden muss. Mhm. Ja, also der Sonderberichterstatter, der hat sich da auch nicht ganz eindeutig festgelegt, aber er hat klar gesagt, es handelt sich mindestens um unmenschliche und erniedrigende Behandlung. Und hier kommt dann eben wieder die Frage ins Spiel von der Komplizität des Staates. Und jetzt, indem der Bundestag im vollen Wissen, dass diese Operationen die Betroffenen schädigen, das hat ja auch sogar der Ethikrat öffentlich anerkannt, und auch im Wissen, dass diese Operationen immer noch stattfinden, auch wenn das immer wieder abgestritten wird, hat er jetzt vorsätzlich der Staat entschieden, es wird trotzdem nicht eingegriffen. Und daraus erhöht sich dann aus Sicht der Folterkonvention, kommen dann da näher wieder in die Richtung von Folter, weil dazu ist ja Voraussetzung auch für Folter, dass da der Staat in irgendeiner Folge dem Vorschub leistet oder das billigt oder das beauftragt. Und jetzt mit dieser heutigen Entscheidung des Bundestages geht es wieder eindeutig mehr in diese Richtung. Weil der Staat halt informiert ist und irgendwo ist dann auch mal eine Grenze der Fahrlässigkeit. Aber eben, ich meine, da der Ethikrat hat ganz klar gesagt, die Betroffenen wurden geschädigt durch diese Operationen. Ja. Das hat auch der Bundestag zur Kenntnis genommen, das können sie nicht mehr ableugnen. Da läge es doch nahe, wenn die Bundesregierung, die Mehrheitsfraktion des Bundestages derzeit kein Interesse haben, jetzt konkrete Gesetzesänderungen zu machen, sei es Mittel im Haushaltsgesetz ausdrücklich zu reservieren oder BGB, StGB, was für Gesetze auch sonst zu ändern sind, zu ändern, dass zum Beispiel Lobbyverbände Entwürfe machen und zur Diskussion stellen. Dann können Politiker das aufgreifen. Mhm. Also nö, das ist ein wichtiger Punkt. Ich meine, es gibt ja unter Betroffenen gibt es eigentlich auch schon seit spätestens der Ethikrat-Geschichte gibt es auch konkrete Diskussionen, wie ein Verbot aussehen sollte.
Und ein Knackpunkt ist sicher, dass man die Sache genug griffig macht, dass diese OPs auch wirklich eingedämmt werden. Andererseits sollen ja aber auch Betroffene, die ihre informierte Zustimmung geben und die auch dazu in der Lage sind, zu einer solchen OP, die sollten ja auch die Möglichkeit haben, solche Eingriffe eingewilligt dann zu machen. Schlussendlich ist also, dass die Ärzte versuchen, das ja immer auch ein bisschen rauszureden, zum Teil auch die Politiker, das müsse jeder Fall individuell entschieden werden, bla bla, man könne da nicht verallgemeinern. Aber schlussendlich ist schon so, für mindestens bestimmte Eingriffe braucht es aus unserer Sicht braucht es ein Mindestalter und es müsste mal eine Diskussion wirklich breiter darüber geführt werden, was für ein Mindestalter das sein soll. Meine eine Möglichkeit wäre zum Beispiel, solche OPs erst ab 18 zuzulassen. Das wäre dann auch in Übereinstimmung mit Volljährigkeit, aber auch mit dem Sterilisationsgesetz, das du auch schon angesprochen hast. Eine weitere Variante, die unter Betroffenen diskutiert wird, wäre zum Beispiel solche OPs ab 16 Jahren freizugeben. Dafür würde sprechen, dass mit 16 ist man ja auch ehefähig. Das heißt, der Gesetzgeber geht davon aus, dass man da von seinen Genitalien Gebrauch machen kann und auch Verantwortung dafür übernehmen kann. Zum Teil vor allem von dritten Interessengruppen werden auch tiefere Altersstufen vorgeschlagen, 14 oder sogar 10 Jahre oder noch tiefer. Aber da wäre es dann aus unserer Sicht kritisch, weil ich denke mir, ein 10-jähriges oder je nachdem auch ein 14-jähriges Kind kann schwerlich eine informierte Entscheidung über einen Eingriff treffen, der zum Beispiel zum Verlust der sexuellen Empfindungsfähigkeit führen kann. Weil was man noch nicht praktisch ausprobiert hat, darüber kann man sich auch nicht entscheiden, da das Risiko einzugehen, etwas zu verlieren. Mhm. Dann etwas weiteres, was noch diskutiert wird, ist, ob zum Beispiel da die Familiengerechtigkeit zusätzlich hinzugezogen würde. Ein Vorschlag von uns wäre zum Beispiel, dass man dann die Grenze bei 16 zum Beispiel ansetzt und dann aber sagt, je nachdem bis 18 oder bis 21 müsse das zusätzlich über die Familiengerichtsbarkeit laufen. Das heißt, es müsste dann dort quasi auch ein anwaltlicher Vertreter des Kindes bestellt werden, der dann auch im Einzelfall überprüft, ob das Kind wirklich nicht unter Druck der Eltern zum Beispiel handelt und ob es auch wirklich in der Lage ist, da eine informierte Entscheidung zu treffen und sich auch über die Risiken im Klaren ist. Ja. Die Sterilisation von Kindern ist ja in Deutschland nach § 1631 CBGB vollständig verboten. Das können weder die Kinder noch ihre Erziehungsberechtigten einwilligen. Genau. Das betrifft ja jetzt das, wegen man Angst hat, dass die Gonaden erhöhtes Krebsrisiko haben, dass man sie vorsorglich wegoperiert, anstatt sie Kinder zur Vorsorgeuntersuchung zu schicken. Da hat man ja schon eine Altersgrenze bezüglich sollte man das differenziert sehen bezüglich Genital-OPs, klar, hat natürlich kosmetischen Charakter, aber ebenso ist ganz wichtig, kann natürlich viel Leid verursachen, wenn man nicht entsprechend aussieht, wie die Identität ist, dass man da vielleicht, wenn man weiß, die Person weiß um das Risiko für die Sensitivität, dass man da schon ein früheres Alter zulässt. Also was meinst du denn jetzt konkret, was für ein Alter zum Beispiel? Ich habe da keine ganz konkrete Vorstellung. Also eben, deshalb finden wir auch, über 16 Jahre wäre zum Beispiel aus unserer Sicht ein Vorschlag, der diskutiert werden sollte. Eben da darunter stellt sich dann irgendwann die Frage, eben ob dann da das Kind auch wirklich weiß, worauf es sich einlässt, und eben vielfach ist man dann ja auch unter Druck von den Eltern, aber vielleicht auch da von Altersgenossen. Ich meine, es ist ja auch, wir beobachten ja auch jetzt wirklich bei erwachsenen Menschen, die volljährig sind und sich solche Eingriffe dann freiwillig sich entscheiden, dass die das zum Beispiel tun wegen einem Liebespartner und dass das dann im schlimmsten Fall so läuft, dass man da die OP macht und bevor die Geschichte vorbei ist, ist die Liebe auch schon vorbei.
Aber da finde ich jetzt dann halt einfach erwachsene Menschen, die haben auch das Recht, weniger gute Entscheidungen zu treffen, wenn sie dann auch die Folgen für sich selber tragen müssen. Das wird sich nicht vermeiden lassen, aber eben Kinder müsste man davor schützen. Wenn man sich das mal strafrechtlich anschaut, in Deutschland wird Körperverletzung, § 228 Strafgesetzbuch, steht da drin, dass es mit Körperverletzung mit Einwilligung rechtmäßig ist, wenn sie nicht gegen die guten Sitten verstößt. Es stellt sich natürlich auch die Frage der, ob das nicht entsprechend ausreicht, dieser Schutz, oder ist das ein Einfallstor, dass die Eltern einwilligen? Ja, also offensichtlich reicht das nicht aus. Also ich meine, unsere Meinung ist ja auch, wenn man wirklich das Gesetz anwenden würde und vor allem auch das Grundgesetz mit dem Recht auf körperliche Unversehrtheit, dann wäre schon lange klar, dass diese Eingriffe, die medizinisch nicht notwendig sind und nicht von den Betroffenen selber informierte Zustimmung vorliegt, die sind allesamt eigentlich schon lange verboten und dürften gar nicht durchgeführt werden. Und falls doch, dann müssten die Verantwortlichen müssen auch strafgesetzlich zur Rechenschaft gezogen werden. Ein großes Problem ist jedoch, diese OPs werden in der Regel an Kindern unter 3 Jahren durchgeführt. Jetzt Körperverletzung, das verjährt ja nach 3 bis allerspätestens 10 Jahren. Das heißt, bevor diese Kinder überhaupt geschäftsfähig sind und eine Anzeige machen könnten, ist dieser rechtliche Zug ist längst schon abgefahren. Wir wissen auch von vielen, vielen Betroffenen, die würden ihre früheren Ärzte gerne anzeigen, aber mit Ausnahme von Christiane Völling, und da fand der Eingriff ja eben erst im Alter von 18 statt, sind bisher alle Verfahren sind abgeschmettert worden, wegen der Verjährung. Und auch Christiane Völling konnte ihren Chirurgen ja nur noch zivilrechtlich belangen, weil dort die Verjährungsfrist länger ist. Strafrechtlich hatte auch sie keine Chance mehr. Und deshalb ist auch eine wichtige Forderung von uns, dass es müsste auch an die Verjährung müsste da auch betrachtet und angepasst werden. Wie das ja auch im Zusammenhang mit der weiblichen Genitalverstümmelung oder mit sexualisierter Gewalt an Kindern, da gelten ja auch spezielle Verjährungsbestimmungen. Und das brauchte es auch in diesem Fall. Diese speziellen Verjährungsbestimmungen, ist das ein längerer Zeitraum oder knüpft das an ein anderes Ereignis an? Also teilweise, ich bin da nicht über alle Details so aus dem hohlen Bauch informiert, aber zum Teil ist es so, dass die Verjährung dann ruht, das heißt, sie setzt erst mit 21 ein zum Beispiel. Andererseits ist auch eine politische Diskussion im Gange, zum Beispiel sexualisierte Gewalt an Kindern fordern ja betroffene Organisationen, dass die Verjährung überhaupt aufgehoben werden soll, wie das zum Beispiel in England auch der Fall ist. Weil einfach, ich meine, das ist eine große Parallele auch zu sexualisierter Gewalt an Kindern, da die meisten Betroffenen, die sind ja auch traumatisiert durch diese Eingriffe. Viele, die werden 30, 40 Jahre alt, bevor sie das überhaupt für sich damit klarkommen, das einigermaßen bewältigen können, dass sie überhaupt in der Lage sind, zu realisieren, was ihnen da angetan wurde. Und die sind dann entsprechend auch erst dann, wären sie in der Lage, ihre Peiniger da anzeigen zu wollen können. Was ihnen angetan wurde, wenn man sie zum falschen Geschlecht operiert hat oder die OP nicht so geglückt ist, wahrscheinlich in erster Linie. Gibt auch bestimmt auch Zufriedene, wo man Glück gehabt hat, dass es gut verlaufen ist und die OP gekriegt haben, die sie gewollt hätten, wenn sie gefragt worden wären. Ja, also ich finde, die Mediziner, die reduzieren das ja immer wieder darauf, ebenso quasi, wenn wir das richtige Geschlecht getroffen haben, dann ist ja alles in Ordnung. Und ja, wenn man zusätzlich noch in das falsche Geschlecht operiert wurde, das kommt bestimmt noch erschwerend hinzu. Aber wir wissen einfach sonst auch von vielen Betroffenen, die haben nicht in erster Linie ein Problem damit, dass sie in das falsche Geschlecht hinein operiert wurden, in Anführungsschlusszeichen. Die beklagen sich in erster Linie darüber, dass über sie verfügt wurde, dass ihr Körper manipuliert wurde, ohne dass sie gefragt wurden.
Das führt dann zu Gefühlen von Ohnmacht und von Rechtslosigkeit. Und die allermeisten beklagen sich auch darüber, eben, sie haben schmerzende Narben oder die Sensibilität ist beeinträchtigt. Und eigentlich sogar diejenigen, die sagen, jetzt diese OP ist nicht mein Hauptproblem, auch diejenigen, die ich kenne, die sagen, die hätten alle kein Problem, wenn damit gewartet werden würde, bis sie selber sich entscheiden können. Also allein selbst wenn man die OP bekommt, die man selber gewollt hätte, kann es schon schwere psychische Schäden verursachen, dass man nicht gefragt worden ist, dass über einen verfügt worden ist. Genau. Allein das kann schon das auslösen. Wenn ich mir nochmal einen Blick in das Strafgesetzbuch tue, da gibt es ja auch einen Strafbestand schwere Körperverletzung. Der war auf 226 StGB. Das kann zum Beispiel sein, im Unterschied zur eben einfachen Körperverletzung, wenn durch die Körperverletzung ein wichtiges Glied des, dadurch ein wichtiges Glied des Körpers verliert oder dauernd nicht mehr gebrauchen kann oder wenn man erheblicherweise dauernd entstellt wird. Also das Risiko, dass da ein Mediziner eingeht, wenn die Einwilligung nicht korrekt ist, wenn es nicht okay ist, dass die Eltern einwilligen, das ist ja dann schon im Bereich der schweren Körperverletzung. Zumindest wenn die OP nicht so erfolgreich verläuft, wie man sich das vorstellt. Ja, aber eben, das Perverse daran ist eben, dass je früher die Ärzte die Kinder operieren, desto sicherer sind sie juristisch, weil desto schneller verjährt das. Auch schwere Körperverletzung ist, glaube ich, 3 Jahre und nach 7 oder 10 Jahren ist die absolute Verjährung schon eingetreten. Das heißt, wenn man ein halbjähriges Kind operiert, dann ist man vor Strafverfolgung sicher und das wissen auch die Ärzte. Andererseits reden sich die Ärzte auch raus, sie hätten ja da die Einwilligung der Eltern und zum Teil wird dann behauptet, auch Betroffene müssen dann zuerst mal die eigenen Eltern anzeigen, bevor sie überhaupt anschließend juristisch gegen die Ärzte vorgehen können. Und das sind natürlich alles unhaltbare Zustände und die Ärzte, ist momentan eben gelingt es ihnen ja wirklich auch in den allermeisten Fällen, sich da vor strafrechtlichen Konsequenzen zu schützen. Und deshalb finden wir eben, es brauchte da ein eigenes Gesetz, wie es jetzt auch für die weibliche Genitalverstümmelung heute da beschlossen werden soll im Bundestag. Und es müssen eben auch die Verjährungsfristen müssen angepasst werden, damit da überhaupt einmal gleich lange Spieße im Strafrecht existieren. Das denke ich, ist nachvollziehbar, dass man zu allermindest gleiche Maßstäbe wie gegen die weibliche Genitalverstümmelung anlegt. Wäre es natürlich gut, wenn im Strafgesetzbuch eine entsprechende Klarstellung aufgenommen wird. Es gibt ja aber auch noch die Möglichkeit, gut, Gesetze können vom Gesetzgeber geändert werden oder vom Verfassungsgericht, aber eine menschenrechts- oder grundrechtskonforme Auslegung, soweit ein Auslegungsspielraum so ein Gesetz zulässt, ist ja auch möglich. Das können ja auch andere Gerichte. Mhm. Der könnten doch auch Perspektiven sein, dass man das vor Gericht durchsetzt, eine grundrechts- oder menschenrechtskonforme Auslegung. Ja, aber da primär liegt das Problem eben auch hier wieder bei der Verjährung. Die meisten Betroffenen haben nie eine Chance, sich an ein Gericht zu wenden. Das könnten allenfalls die Eltern. Und auch hier sind, so wie wir wissen, ja in Deutschland einige Bestrebungen anhängig, aber auch hier ist es bisher noch keinen Eltern gelungen, da wirklich vor den Richter schlussendlich zu kommen mit ihren Anliegen. Wir wissen auch von Eltern da, die wollten das, zum Beispiel weil ein Kind kastriert wurde, obwohl die Ärzte gesagt haben, wir gucken da nur mal nach, worum es sich überhaupt handelt. Und nachher haben sie gesagt, ja, es war ein Hoden statt ein Eierstock, den haben wir gleich rausgenommen, Service, sagen Sie uns Danke. Und wenn die Eltern dann fragen, nö, das hatten wir nicht gewollt, gibt es da einen Fall zumindest, wo sie dann einfach nur schon daran scheitern, dass sie keinen Anwalt fanden, der da sie wirklich vertreten wollte. Und von dem her eben da vor die Gerichte zu gehen, auch um sich auf Menschenrechte zu berufen,
kann ich mir nicht vorstellen, wie das gegenwärtig konkret möglich sein könnte, eben wegen der Verjährung. Dabei, ja, also die Ausführungsbestimmung zu dem universellen Menschenrecht auf Gesundheit ohne Sozialpakt, da gibt es ja so allgemeinen Kommentar Nummer 14 und dann Artikel 8, glaube ich, mich zu entsinnen. Da steht ja ganz was Ähnliches drin für Auslegung des Rechts auf Gesundheit bezüglich der eigenen Einwilligung des, des Patienten, des Betroffenen. Und von daher wäre das eigentlich eine Steilvorlage. Ja, aber eben, wie willst du das gerichtlich einklagen? Also einfach, wir wissen von Betroffenen, die versuchen immer wieder die Gerichte anzurufen. Eben eine weitere Perspektive ist auch, dass es sich da um ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit handelt oder sogar um eine Form von Genozid, weil es wird ja wirklich versucht, durch diese chirurgischen und hormonellen Maßnahmen eine seit Jahrtausenden anerkannte Bevölkerungsgruppe aus der Öffentlichkeit zum Verschwinden zu bringen, zu eliminieren. Und auch hier stellen sich dann die Richter immer auf den Standpunkt, so sie müssen uns beweisen, dass sie persönlich hier geschädigt wurden, und zwar innerhalb der letzten 10 Jahre. Und so werden dann in der Regel alle Verfahren werden beerdigt, bevor es überhaupt zu einem Gerichtsprozess kommt. Das Interessante ist ja, von wegen Verbrechen an der Menschlichkeit, also ich habe ja die Artikel 6 und 7 römische Statut durchgelesen. Mhm. Klar, und bei Artikel 6 römische Statut, da muss ja immer eine Bevölkerungsgruppe sein, also national, ethnisch, weltanschaulich, hautfarbemäßig, und da sehe ich nicht, ich kann mich nicht erinnern, dass da etwas von geschlechtlichen Bevölkerungsgruppen stand. Deswegen würde ich meinen, dass da alleine der Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe K römische Statut passen könnte, weil es da bei dem, also bei Verbrechen gegen die Menschlichkeit, und egal ist, was für eine Art von Opfergruppe es sich handelt, es muss nur ein gewisser Grad an Vorsatz sein und es muss groß angelegt sein, also mit vielen Opfern, oder systematisch. Es reicht eins von beiden. Und es muss ein gewisser Maß an Vorsatz sein. Man muss wissen, was man tut. Eventualvorsatz nach dem Motto, wird schon schief gehen, reicht nicht. Also ne, eben, das ist heutzutage bestimmt alles gegeben. Eben, mittlerweile hat ja auch der Bundestag heute seinen Segen dazu gegeben. Dadurch ist eben auch die staatliche Verantwortlichkeit ist jetzt auf einem neuen Level. Und ich meine eben, das andere ist die Frage eben, ob es sich um eine Form von Genozid handelt. Auch hier gibt es Anhaltspunkte, um das vertreten zu können. Eben da in der Genozid, im Genozidgesetz, da gibt es auch, also dort ist das definiert noch, wie man das früher sagte, eine sogenannte Rasse. Heute sagt man das ja nur noch in Anführungszeichen. Und wenn man guckt, wie das definiert ist, dann ist es auch so, dass da intersexuelle oder zwischengeschlechtliche Menschen da durchaus reinpassen könnten. Also nicht nur hautfarbemäßig. Also nicht nur hautfarbemäßig ist das auszulegen. Das war mir nicht bekannt. Also ne, ich meine eben Hermaphroditen, das ist ja eine eigenständige Gruppe oder Gattung, die seit Jahrtausenden benannt und anerkannt ist, so gesehen. Das ist ja historisch eigentlich eine relativ junge Entwicklung, dass man die versucht, da systematisch aus dem öffentlichen Leben zu entfernen. Ich meine, im ganzen Mittelalter, bis und mit preußisches Landrecht, gab es ja immer noch Zwitterparagraphen, wo auf die besondere Situation dieser Menschen auch rechtlich anerkannt war, bis zu einem gewissen Grade. Ja, jetzt gibt es gerade von den Menschenrechtsgremien der UNO schon deutliche Aussagen, auch vom deutschen Ethikrat. Der schweizerische Ethikrat hat sich geäußert, zumindest nehmen die drei Bundestagsfraktionen, die Anträge gestellt haben, darauf Bezug. Bevor jetzt hier etwas parlamentarisch geschieht, Gesetze geändert werden und sei es klarstellender Art, was kann man in der Zwischenzeit machen, damit alles so weit wie möglich menschenrechtskonform angewandt wird, die bestehenden Gesetze? An wen kann man sich da wenden? Ja, das ist etwas, was wir uns überlegen, ist zum Beispiel eine Individualbeschwerde bei der UNO.
Da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten. Da sind wir aktuell daran, die Dinge zusammenzutragen und erhoffen uns, dass das möglich sein wird und dass das dann auch wieder irgendwie da den Ärzten, aber auch den PolitikerInnen Beine machen wird. Etwas anderes, was wir tun, ist halt auch zu versuchen, wo immer und wen auch immer möglich, über diese fortdauernden Menschenrechtsverletzungen zu informieren. Jetzt dann zwischengeschlecht.org, wir machen ja auch immer Proteste, zum Beispiel vor Medizinerkonferenzen von Fachvereinigungen, die diese Eingriffe propagieren in Leitlinien und auch konkret durchführen. Und auch da merken wir schon etwas, was wichtig ist, ist einfach, dass die Täter wissen, dass sie nicht mehr länger unbeobachtet und unregistriert da diese Dinge tun können. Das führt dann schon auch dazu, wenn sie sich beobachtet fühlen und wissen, es wird registriert, was wir tun, und vielleicht hat es irgendwann auch mal sogar Konsequenzen, dass sie sich da eher ein bisschen zu überlegen beginnen, statt einfach das zu tun, unreflektiert, was sie immer tun. Aber schlussendlich sind das natürlich keine durchschlagenden Möglichkeiten, die man hier hat. Das heißt letztendlich, das Entscheidende ist die Gesetzesänderung. Und die meisten anderen Sachen sind öffentliche Bewusstseinsbildung. Oder eben auch zu versuchen, öffentlichen Druck aufzubauen. Also weil gerade ich meine, wenn wir vor erste Kongressen stehen oder auch an Veranstaltungen, haben wir auch immer Kontakt mit Passanten und sogenannte Herr, Frau, Otto NormalbürgerInnen. Und wenn wir denen so erklären, warum wir hier stehen und was hier läuft, eben, dass es da um diese Kinder geht und dass das kein medizinischer Notfall ist, und dann in der Regel fallen die uns ins Wort und sagen dann von selbst, man soll warten, die sollen später selber entscheiden können. Und einfach mein Eindruck ist immer noch, wenn erstmal mehr als die Hälfte der Bevölkerung auf der Straße weiß, was in unseren hiesigen Kinderkliniken geschieht, dann wird irgendwann der Druck so groß, dann müssen auch die Politiker reagieren und dann wird sich etwas tun. Was einfach aus unserer Sicht ist so ein bisschen illusorisch ist, zu hoffen, die Ärzte werden da von selbst einmal ihr Gewissen entdecken oder was auch immer. Weil der Fakt ist einfach, seit 20 Jahren gehen Betroffene an die Öffentlichkeit und fordern die Beendigung dieser Eingriffe und beklagen auch die Schäden, die durch diese uneingewilligten Eingriffe angerichtet werden. Seit 1997 gibt es ja auch die durchaus vernünftige Forderung, mal ein Moratorium zu machen, zumindest für solche Eingriffe, und sich einmal mehr um Evidenz zu kümmern und erst weiter zu operieren, wenn man auch wirklich weiß, dass es nützt und nicht schadet. Und bisher, die Ärzte, die blocken das ja alles immer ab, die stellen sich taub, entweder kommt nur Spott und Hohn, oder wenn der Druck groß genug ist, dass das alleine nicht ausreicht, dann kommen die beliebten Ausflüchte, die ja mittlerweile auch die Politik erreicht haben. Eben das jetzt finden, aus Rücksicht auf die Betroffenen machen wir kein Verbot, was natürlich Schwachsinn ist, aber klingt ja gut. Ist auch schon der Ansatz versucht worden, auf Regierungen zuzugehen, die für die Aufsicht des Gesundheitswesens zuständig sind, innerhalb der geltenden Gesetzeslage. Könnte ja sein, in Deutschland dürfte es ja vor allem auch die Landesregierungen sein. Ich weiß nicht, wie das in der Schweiz geregelt ist. Ja, also ein Beispiel aus Deutschland vielleicht. In Hamburg gab es ja eine Anfrage in der Bürgerschaft, wo es genau darum ging, eben, was wird alles getan konkret in Hamburger Kliniken und wie sieht es mit der Aufsichtspflicht der Bürgerschaft aus. Es ist ja so, dass die zwei größten Kinderkliniken, UKE und AKK, die sind schlussendlich von der Bürgerschaft geleitet, auch wenn es eine gemeinnützige GmbH zum Teil ist. Die meisten Kliniken, die das machen, das sind ja auch Universitätskliniken, auch da steht der Staat dahinter. Aber sogar auch wenn es Privatkliniken sind, dann hat der Staat ja eine Aufsichtspflicht. Aber da auch in Hamburg war es dann immer noch so, dass die Regierung stellt sich da dann auf den Standpunkt, ja, solange die Eltern ihr okay geben, ist alles in Ordnung und geht uns nichts an. Das hätte ich jetzt nicht gedacht.
gleiche Landesregierung in Hamburg, die zusammen mit Berlin und mit, ich glaube, Bremen wollte, dass Artikel 3 Grundgesetz ausgebaut wird, um geschlechtliche Diskriminierung noch wirksamer zu verhindern. Die gleichen trauen sich da nicht oder wollen da nicht einschreiten. Das erstaunt mich. Ja, also nö, das ist leider absolut der Normalfall. Ich meine, da kannst du auch gleich bei der CDU-CSU bleiben. Die haben ja da diesen Personenstandmurks durchgeführt, da jetzt Anfangsjahr. Das, neuerdings dürfen dann ja Eltern, die ein sogenannt uneindeutiges Kind haben, die dürfen ja diesem Kind keinen Geschlechtseintrag mehr eintragen. Und das Gesetz ist so formuliert, dass die das wirklich nicht mehr dürfen, dass es nicht mehr erlaubt ist. Obwohl es dann natürlich von der CDU, CSU und auch anderen Parteien verkauft wird, es gäbe neu eine Möglichkeit. Und auch hier eben, das wurde ja durchgepeitscht Anfang Jahr, die Betroffenen wurden nicht konsultiert wirklich dazu. Und die CDU, CSU stellt sich auch auf den Standpunkt, ja, wir haben da jetzt was getan und so, und jetzt kann man auch wieder mal ein bisschen ruhen zwischendurch. Und aus unserer Sicht ist das einfach ganz schrecklich, weil die Betroffenen sagen ja auch klar schon lange, das dringendste Problem und was das größte Leid verursacht, das sind diese Eingriffe. Und Personenstand, das spielt für manche Betroffene eine Rolle, aber eigentlich die meisten, die ich kenne, sogar für die, die das wirklich eine Rolle spielt, ist das sekundär im Vergleich dazu. Ich meine, wenn du überhaupt keine Genitalien oder funktionierenden Genitalien mehr hast, dann hast du in der Regel andere Probleme als Identität oder Personenstand. Als ob das Geschlecht richtig eingetragen ist. Genau. Verstehe. Ja, ganz herzlichen Dank für den Überblick, für das Interview. Wenn man weitere Informationen von euch finden will, wie heißt genau eure Webseite? Zwischengeschlecht.org? Genau, das ist so da von der Menschenrechtsgruppe der Webseite. Wir haben auch einen Blog, der ist einfach zwischengeschlecht.info. Da ist eigentlich mehr los, so was das aktuelle Geschehen betrifft. Okay, ganz herzlichen Dank. Danke dir. Tschüss. Und schönen Abend noch. Dir auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.